Hallihallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe Game of Thrones Podcast hier von Serienjunkies.de. Ja, wir sind schon mittlerweile an der Halbzeit angekommen. Die fünfte Episode der vierten Staffel Game of Thrones steht heute auf dem Programm. Ich bin der Philipp und freue mich darauf, wieder mal unsere altbewährte Runde hier begrüßen zu können mit mir dabei im Studio. Hallo Hanna. Hi. Mario ist auch da. Hallo. Und Felix. Moin moin, hallo. The First of His Name ist heute der Titel der aktuellen Episode. Game of Thrones läuft immer Sonntagabend auf HBO in Amerika. Das ist dieses aufregende Land, wo die Straßen aus Gold sind und so. Aber in Deutschland läuft es auch, und zwar direkt im Anschluss, quasi einen Tag später nur, um 21 Uhr immer montags. Bei uns in Deutschland auf Sky Go und dann auch nur einen Tag später am Dienstag immer auf Sky Anytime. Wir sind schon in der Halbzeit. Leute, seid ihr schon ein bisschen traurig darüber, dass es bald wieder vorbei ist? Es ging sehr schnell, muss ich sagen. Also ratzfatz war die Hälfte der Season schon wieder um. Erstaunlich. Ähnlich. Wenn ich schon die 5 sehe, dann denke ich so, oh no, no. Ich warte ja immer noch auf den zweiten großen Knall, der passieren soll vor der 10. Da kommen genug Knalle. Ich habe nochmal drüber nachgedacht, ehrlich gesagt, am Wochenende. Und ich kam, glaube ich, allein auf irgendwie 4 oder 5 Knalle aus den Büchern. Und dachte mir so, es sind mehr, glaub mir, es sind mehr. Ich war ja letzte Woche nicht da. Ich muss ja nochmal einen kleinen Kommentar dazu sagen. Ich finde, letzte Woche war eine Folge nur voller Knaller. Und ich bin so ein bisschen am Überlegen, ob das nicht meine absolute Favorite Episode of Game of Thrones ever war. Letzte Woche. Auf Keeper. Ich fand, das war eine Menge, was da drin war. Und ich fand auch das Ende ganz, ganz großartig. Da merkt man ja gar nichts davon diese Woche so richtig, oder? Also dieser große What-the-fuck-Moment, auf den wir letzte Woche aufgehört haben, der wird hier eigentlich mehr so dezent ignoriert in dieser Episode. Ja, aber das war mir total klar. Ich meine, wir hatten schon vorher ja mindestens 2 Cliffhanger, die damit endeten, dass wir sehen, die White Walker irgendeinen Sheet machen und dann, Entschuldigung, ich komme gerade von Usedom und kommt mein norddeutsches Blut immer so ein bisschen. Mann, an die White Walker, wir sind Sheet, ne? Ein bisschen durchs Watt geschlubbert. Das Ende hatten wir ja schon so und danach wurde das ja wieder ignoriert eine Staffel lang und die wandern wahrscheinlich immer noch auf die Mauer zu. Und sehr langsam, das jetzt, sieht man ja. Jetzt hören wir die nicht und jetzt hat Daenerys ja auch noch ihren Trip wieder verschoben. Das heißt, die White Walker brauchen dann auch noch mal eine Weile länger. Also vielleicht an dieser Stelle mal ein kleiner Tipp. Sehen wir diese Staffel noch mal White Walker? Ja. Ja. Ich sage ja, ich weiß nicht. Sehen ja, aber ohne das, was passiert mit denen. Wenn dann so am Schluss, so ganz am Schluss mal wieder, für so einen kleinen Cliffhanger, für so eine kleine Cliffhanger-Nummer. Ich wollte noch was sagen, Philipp, nur kurz auch zu deiner Einführung. Mhm. Wir sind leider gar nicht in der alten Formation hier, denn der liebe Thomas ist leider heute nicht mit dabei. Das wollte ich nur noch mal kurz erwähnen. Vielleicht gerade mitbekommen, ja. Thomas war so still bisher. Nee, Thomas ist leider noch so ein bisschen gesundheitlich angeschlagen. Sein goldenes Stimmchen funktioniert noch nicht auf dem hier erwarteten Maximallevel. Deswegen muss ich leider hier adäquat den Ersatz spielen. Aber die Review hat er geliefert. Die wird heute, glaube ich, noch veröffentlicht. Ne? Tippen kann er, nur sprechen kann er nicht. Ja. Genau, ganz liebe Grüße an ihn. Und gute Besserung. So, 5. Episode der 4. Staffel, The First of His Name. Regie diesmal mal wieder Michelle MacLaren, my favorite girl. Die Frau, die zurzeit so in Sachen TV-Regie, glaube ich, der macht zurzeit keiner was vor. Nach der Episode letzte Woche war mir klar, da darf man auch diese Woche wieder was Gutes erwarten. Aber auch nicht nur so die Game-Changer-Szenen, sondern auch vor allen Dingen, finde ich, macht sie die Gesprächsszenen auch immer sehr spannend. Da gerade auch, was so Symmetrie betrifft, ist sie so ein bisschen aus der Kubrick-Schule, finde ich, dass man da öfter mal so eine Bildeinstellung sieht. Sehr, sehr ausgewitzter Bildaufbau oft. Ja. Und für mich war ja tatsächlich das Highlight letzte Woche neben dem Finale war tatsächlich die Szene zwischen Margaery und Tommen. Allein da das Licht, die Beleuchtung, die Inszenierung des Sets, also Michelle, old girl, you did very well. Okay, wir haben wieder verschiedene Handlungsorte und wie wir das so jetzt mittlerweile schon so gewohnt sind, spielen wir das so halb chronologisch, aber hauptsächlich an Sachen Handlungsorte ein bisschen ab und fangen da erstmal an mit dem größten Block. Meistens der größte Block spielt in King's Landing. Der Einstieg der Folge sehen wir die Krönung von König Tommen dem Ersten. First of his name. Ja, First of his name. Ja, da haben wir gleich und das Columbo, Rätsel gelöst. Und Columbo, Game of schon wieder frühzeitig abgebrochen worden. Kombiniere. Ja. Da sind gerade so wikimäßig um Felix Kopf so ein paar Sterne rum. Wobei es ja hier auch wieder eine angekündigte neue Hochzeit gibt, nämlich Robin.
der ja vielleicht auch First of the Name wäre. Nicht nur die, obwohl da gibt es dann keine First of the Name. Es wurde ja auch vorher schon gesagt, dass wieder jetzt wahrscheinlich Cersei mit Loras jetzt tatsächlich noch eine Ehe eingehen wird. Ja, ich würde sagen, das kam mir so ein bisschen vor wie 4 Hochzeiten und ein Todesfall. Ja. Also. Vier Hochzeiten und 400 Tode. Ja. Die, das Verhältnis geht in Game of Thrones echt anders auf. Ja, das ist alles aber so ein bisschen nüchterner. Da ist jetzt nicht so richtig so wie bei Joffrey, dass da irgendwie viel jubiliert oder viel auf Prunk und Gloria Wert gelegt wird. Das ist einfach get the job done. Obwohl es sehr auffällig ist, wie die Leute jubeln, muss ich sagen. Ja. Die haben sehr ausgiebig und sehr feierlich in die Hände geklatscht. So ein bisschen habe ich das schon gelesen nach dem Motto, wir sind dem Mad King los. Also nicht dem Mad King, sondern dem einen neuen Mad King. Und das war auch, es lief so viel im Hintergrund ab. Du hast so viele wichtige Figuren im Hintergrund nur gesehen, die da irgendwie auf ihre Art reagiert haben. Und Loras hat da wieder mit irgendeinem so jungen Ding rumgeflirtet und so ganz kleine Sachen. Und auch hier den Mace Tyrell hat nur eigentlich nur im Hintergrund sehr entspannt gesehen. Und Ich war sehr amüsiert von Grandmaster Pastel, der nicht enthusiastischer hätte applaudieren können. Der war so, bravo, bravo, oh Lannisters, I love you. Also das war großartig und dann natürlich immer die vielsagenden Blicke zwischen Margaery und Tommen. Ich würde sagen, ihr kleiner nächtlicher Besuch, letzte Folge, der hat komplett seine Wirkung entfaltet. Na, ich würde sagen, das war nicht der einzige Besuch nach den Blicken jetzt. Ach, glaubst du, dass das so ist? Ich glaube, da war sie noch ein paar Mal... Echt? Zugange? Ist das so impliziert? Sie hatte ja gesagt, dass sie diese kleinen Treffen immer wieder gerne machen können, zu zweit. Ob das jetzt so passiert ist, auf jeden Fall sieht man diesen Blicken irgendwie an, dass sie schon eine neue, gute Verbindung miteinander haben, glaube ich. Ich weiß nicht, ob die jetzt nachhaltig getroffen haben. Ich würde es krasser formulieren. Ich würde sagen, Tommen frisst die aus der Hand, oder? Ich finde aber auch ganz interessant, dass Marjorie ja noch Trauer trägt um Joffrey und dass sie ja auch für ihre Verhältnisse relativ zugeknüpft war. He was my king and my husband. Und dann natürlich mit Cersei. Also dann, wenn Cersei allein so in das Bild tritt, und dann diesen Blick sozusagen. Das war schon im Trailer drin, diese Szene. Ich habe den Trailer nicht gesehen. Ich ausnahmsweise schon, sonst mache ich das eigentlich auch nicht. Aber ich habe den gesehen, wie sie da ins Blickfeld von ihr tritt und ich dachte so, oh, jetzt geht's aber ab. Und dann geht sie auch wirklich zu ihr auf den Balkon und dann dachte ich so, und dann vertragen die sich so gut. Das war schon aber ein sehr guter Dialog. Aber ich frage mich, ist das jetzt sozusagen, hat Cersei endlich mal Diplomatie kapiert in dieser Episode? Ja, ich glaube, Cersei weiß jetzt einfach, dass sie keine andere Wahl mehr hat. Ganz auch teilweise in der Episode hat sie, also sie war sehr harmlos, zahnlos vielleicht sogar, also hat nicht mehr so viel sonst gebissen wie sonst. Ja, ich glaube, wie gesagt, sie hat einfach kapiert, dass sie so nicht weiterkommt und einfach jetzt eine andere Strategie fahren muss. Und Tywin hat ihr jetzt wirklich schon mehrfach die Löffel langgezogen und ich glaube, jetzt hat sie es wirklich langsam verstanden. Und ist das vielleicht so die erste Szene in dieser Staffel, die man Cersei sehen und sie nicht ein Weinglas in der Hand hat? Sie leert es zumindest nicht. Das war auch ganz interessant. Sie hat ja eins bei wie bei der Krönung hat sie eins in der Hand? Nee, mit dem Fall mit Tywin. Ja, bei der Krönung. Bei der Krönung nicht. Das wäre super, wenn sie das mal gluck. So ein Weinfass. Genau. Cersei hat so ein kleines Fessler unterm Arm. Oder so eine kleine Pearl, so eine Handtasche. Oder so ein Sack. Und hier läuft jemand hinterher, der hat so einen Sack auf dem Rücken geschultert und hat so eine Spritze wie zum... Ja, richtig. Das ist ein ganz schönes Meme eigentlich. Das ist sowieso das Game of Thrones Trinkspiel Nummer 1, würde ich ja sagen, mittlerweile. Trinke einfach dann, wenn Cersei trinkt. Das gab es in Dallas doch damals. Echt? Ja. Wenn du Ellen, ne, trinkt. Genau, wenn die Frau von J.R. getrunken hat, dann... Ja. Aber sag mal, ich fand das ja auch, eine gewisse Art von Einsicht hat ja auch Cersei gezeigt oder bewiesen jetzt in der Szene. Denn sie sagt ja zum Beispiel auch, ne, Joffrey would have been a nightmare, would have been your nightmare, sagt sie ja zu Marjorie. Und sie gibt ja auch, so wie ich es verstanden habe, auch Fehler zu. Die Einsicht haben wir von Cersei aber schon öfter gesehen. Auch gegenüber Sansa hat sie schon öfter mal gesagt oder merken lassen, dass sie weiß, was Joffrey eigentlich für ein Typ ist, dass er ein ziemliches Monster ist. Und sie hat sich da nie Illusionen drüber gemacht. Sie hat es halt nur immer so, ich liebe ihn aber trotzdem. So, ich meine, die Rechtfertigung ist jetzt irgendwie obsolet geworden. Insofern. Obwohl ich schon das Gefühl habe, dass sie versucht, jetzt eigentlich Marjorie auch so ein bisschen weich zu klopfen, im Sinne von, dass sie versucht, nicht mehr ganz so streng gegen sie vorzugehen, einfach um sich besser zu positionieren. Also, ich habe das absolut so gesehen, Cersei, in dieser Folge, dass sie versucht, wie gesagt, diplomatisch jetzt ihre Strategie durchzudrücken. Das wird man ja auch reden, aber später drüber in den einzelnen Szenen, wo sie dann auch mal mit Oberyn spricht oder mit ihrem Vater. Da wird es auch deutlich, dass sie ein bisschen zurückfährt. Nicht mehr so aggressiv oder so pumpig. Und das heißt zurückfährt? Ich habe immer das Gefühl, sie fährt andere Strategie. Sie fährt ihre normale Masche wird halt irgendwie nach hinten gekehrt. Also es ist nicht mehr das, was sie sonst macht, sondern sie geht einen neuen Weg, der vielleicht sinnvoller ist. Ja. Der auf jeden Fall, glaube ich, sinnvoller ist. Ich würde aber nicht sagen, dass sie ihre Lektion gelehrt hat. Sie macht es einfach nur, weil sie
jetzt in einer totalen schwachen Position ist. Sie braucht jetzt einfach irgendwie die Sympathie dieser Menschen. Sie steht nicht mehr über ihnen. Bei Tommen und Marjorie, das wird ihr auch nicht entgangen sein, dass wenn sie jetzt sozusagen wieder diesen Antikurs fährt, dass sie vielleicht echt irgendwann demnächst einfach verliert sozusagen diesen Konflikt und das Risiko kann sie nicht eingehen, weil dann ist sie endgültig aufs Gleis gestellt. Ja, aber ich dachte das schon eigentlich in der Staffel zuvor. Ich hätte sie doch schon längst ihre Lektion lernen müssen, dass das nicht funktioniert, was sie da treibt. Aber ich bin sehr, sehr froh, dass es jetzt funktioniert, denn ich finde Cersei immer noch einen sehr, sehr faszinierenden Charakter. Absolut. Cersei ist auch die Figur, die wahrscheinlich in dieser Episode am meisten zu sehen ist. Ja, dafür überhaupt kein Tyrion. Nee. Peter Dinklage war nicht mal in den Credits. Sehr erstaunlich, ja. Ja, ganz viele Leute, die wir vielleicht, das habe ich mir kurz noch notiert, wer nicht in dieser Episode auftritt. Das war tatsächlich auch zu merken. Ja, mir ist aufgefallen, dass wir schon lange Varys auch nicht gesehen haben. Mhm. Ne? Der war am Thron und hat irgendwas zum König gesagt, was man nicht ganz verstehen konnte. Und genau, aber er hat auf jeden Fall ein paar Worte reingebracht, als kann gratulieren. Das hat man gemerkt. Jamie war nur am Anfang hier in der Krönung kurz als Statist mehr oder weniger zu sehen. Kein Tyrion, kein Shay. Wissen wir immer noch nicht, was da passiert ist eigentlich. Ich habe mein Interview gelesen. Genau. Kein Bronn, immer ein Verlust. Wieder kein Stannis, Davos oder Melisandre, auch wie letzte Woche schon nicht dabei. Kein Sam, kein Ramsay und kein Roose haben wir letzte Woche auch nicht gehabt. Und sowieso, die ganzen Greyjoys glänzen weiterhin mit Abwesenheit. Also kein Theon, keine Yara, kein Baelon. Da ist überhaupt noch nichts passiert. Und ich mag die Greyjoys doch so. So, wir haben dann eben noch ein Gespräch zwischen Cersei und Tywin. Das kommt nicht direkt danach, aber nachdem wir es jetzt so blockweise besprechen, ist das gleich die nächste King's Landing-Szene. Wo man auch so ein bisschen das Gefühl hat, die beiden sind jetzt mittlerweile wieder auf einer Wellenlänge. So, sie ist zurechtgestutzt. Ihre Diplomatieverständnis, aber nein, wir müssen nicht darüber reden. Aber lass mich das sagen. Ja. Ich möchte dich gar nicht beeinflussen, aber du als Richter. Jedoch. Ja, aber ich finde auch, Tywin wirkte sehr viel weniger harsch zu ihr als sonst. Tywin ist halt auch ganz back to business. Sie planen halt zum Beispiel auch die Hochzeit jetzt, die neue. Und da wird ganz klar die Regeln aufgestellt. Hier, no jugglers, no jousting dwarf, no 77 courses. No Schade. Shoes, no service. Ja, und sie planen ja sogar zwei Hochzeiten. Ne? Also zum einen die erste Hochzeit hier mit Tommen und Marjorie. Und dann natürlich muss Cersei noch ran, ne? Mit Loras. Ja. Oder Loras ran mit Cersei. Wo sie ja auch eigentlich heftig protestiert hat, aber anscheinend hat sie sich jetzt damit abgefunden, dass das wohl passieren muss. Und vier Wochen hat sie scheinbar noch. Weil das, was man sich erst nach der Red Wedding und dann nach der Purple Wedding am ehesten denkt, ist, wir brauchen mehr Hochzeiten. Ja, genau. Das hat so gut funktioniert beim ersten Mal. Ja. Ich würde auch eigentlich fand es ein bisschen schade, dass wir nicht zu Loras mal geschalten haben. Ich würde gerne wissen, was der so denkt. Aber was ich auch sehr interessant fand, eigentlich war es ja fast mehr so ein Business-Gespräch zwischen Tywin und Cersei. Denn wir erfahren jetzt auch, das wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass die Goldminen der Lannisters seit 3 Jahren schon nichts mehr geerntet. An Infos abgebaut. An Infos gab es hier so viele Inside-Infos. Also ich hätte gerne noch was anderes, als sie zum Beispiel auch die Hochzeiten planen. Da wird auch Tywins Verhältnis zu dieser ganzen Sache klar. Was ja auch im krassen Gegensatz zu den Tyrells immer steht, wo immer es heißt, ja, wir sind jetzt eine Familie, wir ziehen jetzt an einem Strang und so. Tywin sieht das überhaupt nicht so. Er sieht die Hochzeit als formale Allianz an, and you don't need to make formal alliances with people you trust. Also das Ganze ist, und wem kann man vertrauen? Natürlich nur uns Lannisters. Da ist also klar, dass das alles auch immer für ihn komplett nicht familiärer Basis funktioniert, oder es geht nicht darum, den Clan zu vergrößern, sondern es geht einfach nur darum, die Beziehungen, die Politik, Verbindungen möglichst geschickt auszuspielen. Und wir erfahren, wie gefährlich die Iron Bank ist. Ja, und wir erfahren vor allem, dass ja auch er plant, dass die Tyrells weiterhin bezahlen, ne? So wie ich es verstanden habe. Ja, also das habe ich es auch verstanden. Ne, genau. Dass also die Ironbank natürlich will ihre Schulden wieder zurückholen. Und das ist natürlich, sie müssen bezahlt werden. Ne? Da führt kein Weg dran vorbei. Dass er aber glaubt, diese ganzen Schulden, die sie angeheimst haben, auf jeden Fall, dass die Tyrells sie begleichen werden. Ja, das sagen wir mal, es ist seine einzige Möglichkeit. Also er hat eigentlich keine Alternative mehr dazu. Und was man hier gut merkt, wenn Tywin besorgt ist, dann sollte man echt besorgt sein, weil er wirkt richtig so, oh shit, mit der Iron Bank, wir müssen da langsam mal zu Potte kommen, weil sonst haben wir hier ein Problem. Und das wurde ja schon bereits aufgegriffen, wir erinnern uns, Stannis und Davos haben ja auch schon die Iron Bank ins Spiel gebracht und Davos hat da die Idee gehabt, pass mal auf. Wir müssen langsam von jedem einen Pfandzettel haben. Also wir schippern jetzt da mal hin oder wir machen da mal einen Termin bei der Iron Bank und sagen denen, Leute, wenn ihr eure Schulden wieder haben wollt, dann
haltet euch besser an uns. Ja, das kleine Mädchen schreibt mal einen Brief. Genau. Es ist in Wirklichkeit alles wie in so einem dystopischen Cyberpunk-Ding. In Wirklichkeit gehört alles diesem einen japanischen Konzern. Ja, genau. In Wirklichkeit sind alle hier von der Iron Bank nur ausgehalten. Ja. Aber darf ich mal die Buchsnobs hier im Raum fragen? Wie ist das, sieht das denn aus mit der Iron Bank? Kommt die dann wirklich noch verstärkt vor oder bleibt die so ein Schatten im Hintergrund? Oder bekommen wir dann die Knights of the Iron Bank noch zu sehen oder die Festung? Das mit Abakus bewaffnet. Ja, genau. Das möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel vorgreifen. Das die Frage kann man jetzt nicht beantworten. Allerdings hier eine Frage an dich, Felix. Du bist ja auch ein Buchleser und auch an die Hörer da draußen natürlich. Oder auch Hanna, wenn sie mit Ohren zu halten. War das denn in den Büchern auch so, also dass die Goldminen in den Westerlands so langsam trocken fahren? Also, da kann ich mich nicht dran erinnern. Ich kann mich auch nicht dran erinnern, aber wir wissen auch, dass unser Gedächtnis sehr selektiv ist, was das angeht. Aber mir ging es ja ähnlich wie dir. Also für mich war das jetzt in dem Rahmen auch eine Neuheit, die aber sehr interessant auf jeden Fall ist, weil sie ja wirklich neue Probleme mit sich bringt. Also wie gesagt, ich habe ja auch gleich zur Einführung gesagt, dass ich mich nicht daran erinnern konnte, dass dem so ist. Ich dachte auch, das müsste man doch irgendwie auch besser erfahren in Westeros, oder? Oder gibt es da nicht einen Alternativplan? Du kannst doch nicht einfach 3 Jahre lang nichts abbauen und dann denken, dass es irgendwie funktioniert. Ja, aber vielleicht haben die deshalb auch ein bisschen mehr mit den Säbeln gerasselt, die Lannisters. Mhm. Weil ich denke, das wäre ja auch... Vielleicht, und außerdem funktioniert das ja auch ohne diesen Goldkonflikt so ein bisschen, deren Intention zumindest, weil gegen die Tyrells, das sind ja trotzdem deren größte Widersacher im Sinne von Ressourcen, was... In wirtschaftlicher Hinsicht. Aber es hätte doch auch so funktioniert, wenn einfach nur sie über ihre Verhältnisse gelebt hätten. Ich hätte es fast noch besser gefunden. Also wenn sie weiterhin viel Gold abgebaut haben, hätten, aber sozusagen einfach zu viel verprasst haben. Naja, sagen wir es mal so. Verprassungsmerkmal finde ich noch interessanter. Nur weil du dann kein Gold mehr abbaust, bedeutet ja nicht automatisch gleich, dass du keins mehr hast. Ich meine, wahrscheinlich waren die Lagerräume erstmal gut gefüllt und dann kam halt dieser kleine Feldzug hier gegen Robb Stark und diese kleine Nummer und das hat halt die Kaste recht schnell geleert. Ja, der König war auch kein Sparfuchs. Richtig, die ganze Hochzeit hat auch nicht wenig gekostet, wobei das haben wir größtenteils die Tyrells bezahlt. Tywin sagt ja auch hier, Robert hat alle, die ganze Kohle kam immer von den Lannisters und jetzt irgendwann sind halt echt mal die Schotten dicht langsam. Also das wird doch sehr interessant, weil wir jetzt auch wissen halt bei den Lannisters, die können jetzt auch einfach nichts mehr mit Gold lösen. Ja. Früher war es immer so, just throw money at the problem und diese Möglichkeit besteht langsam nicht mehr. Wir haben dann noch ein Zwiegespräch. Oder hat jemand noch irgendwelche Anmerkungen zu dieser Szene? Bis auf das Weinglas, was halt nicht geleert wird von Cersei, was ich wirklich sehr überrascht fand. Ich hätte wirklich zugetraut, dass sie den noch runterstürzt, aber sie hat sich anscheinend geändert. Ja, das Weinglas. Cersei trägt aus. Gleich ein Essay, was das bedeutet. Ja. Harte Zeiten brechen an. Es wäre auch cool, wenn man irgendwie Cersei mal bei so einem Berater oder so in so einem AA-Meeting irgendwo unten im Keller so voll. Hi, my name is Cersei Lannister and I'm an alcoholic. Hey Cersei. Speaking of... Achso, eine Sache, ich hätte Mace dann doch gerne, das habe ich letztes Mal schon gesagt, aber Mace würde ich dann doch gerne mal irgendwie mit jemand Wichtigem interagieren sehen. Mace Tyrell meinst du jetzt? Ja. Den haben wir eigentlich jetzt überhaupt noch nicht kennengelernt. Der hopst die ganze Zeit dick im Hintergrund rum. Also dick meine ich jetzt. Also er ist in vielen Szenen im Hintergrund zu sehen. Und er ist doch eigentlich theoretisch, okay, wir wissen alle, dass es eigentlich Oma Olenna ist, aber eigentlich ist er doch auch das Familienoberhaupt. Ja, aber das drückt es doch ganz gut aus. Ja, schon, aber langsam wird es mal Zeit. Ich finde das süß, dass du so ungefähr der Einzige bist wahrscheinlich, der sich fragt, was mit diesem Mace ist. Was geht denn vor? Genau. Was ist los mit Mace? What's happening? Okay, wir haben dann eben noch ein Gespräch in den sehr, sehr fesch aussehenden Gärten. Das muss man einfach immer mal wieder betonen. Zwischen Oberyn und Cersei. Oberyn hatten wir ja letzte Woche auch nicht gesehen, ne? Nein. Jetzt sag mir noch mal ganz kurz, das habe ich jetzt gerade irgendwie gar nicht auf der Pfanne. Warum hat Cersei ihn noch mal aufgesucht da? Wahrscheinlich, um ihn zu beschnacken, was die Jury angeht, weil er ja in der Jury gegen... Das war ja schon bei dem Tywin-Gespräch so ein bisschen, hat sich schon ein bisschen Richtung, ein klein wenig, in die Richtung manipuliert und jetzt geht sie zum Beispiel zum Nächsten und sagt so, okay, wie schaut's aus? Also, und sie macht das ja ganz schlau, sie geht über den Verlust. Sie geht über den Verlust ihres Sohnes im Vergleich zum Verlust der Schwester. Ne? Mhm. Und dann macht sie ja auch nochmal so, ach, meine Tochter, ne? Ich liebe sie so sehr und habe sie so lange nicht mehr gesehen. Und ich möchte meinen, ich hätte ihr fast geglaubt. Mhm. Ja, sie kann schon auf die Tränendrüse drücken, wenn sie muss. Ne? Sie wäre eine gute Zauberbühnenkünstlerin. schau mal hier, Ablenkung. Und da gebe ich dir absolut recht, Philipp, dann gehen sie ja durch die Gärten und stehen
stehen dann irgendwann so an der Küste und gucken durch so ein Tor, ne, so ein Steintor. Und dann sieht man ja das Schiff, was auch super aussah, holladiho, was sie dann ja an Marcella schicken möchte. Die ist ja immer noch in Dorne, wie wir wissen. Ja, das erfahren wir jetzt auch hier. Was ja auch immer noch der Grund ist, den man echt nicht vergessen sollte, warum die Lannisters so nett zu den Martells sind. Ne? Weil Marcella ist da noch drüben. Ja, wir erfahren hier eindeutig, also beziehungsweise Oberyn sagt uns, dass Marcella im Moment mit seinen Töchtern unterwegs ist, von denen wir übrigens auch erfahren, wie viele es gibt, nämlich genau 8. 8 Töchter hat Oberyn. Ich finde auch witzig, dass sie nicht nur glücklich ist, sondern gerade planscht, ne? In den Badeanlagen. In Dorne wieder und Hamlet. Genau, richtig. Das war wieder so eine kleine Szene, wo wir ein bisschen Hintergrundinformationen bekommen haben über die Martells, über die wir eigentlich noch nicht viel wissen. Hat irgendwie 8 Töchter und eine heißt so wie seine vergewaltigte und umgebrachte Schwester, die Ilia. Und das Los möchte ich auch nicht tragen. Ja. Und das ist definitiv schon so ein bisschen so eine Art Foreshadowing, möchte ich meinen. So, ja, das könnte noch kommen. Wir sehen jetzt, da ist noch mehr dahinter und wir können gespannt sein, was da noch kommt. Und Oberyn dafür, dass er die Lannisters ja eigentlich hasst, ne, und hier ist, um diesen Typen echt mal kräftig in den Arsch zu treten, ist er überraschend nett zu Cersei, ne, und sagt dann auch, ja, ich werde es mit Marcella richtig aus und so, bringe ich mit das Schiff und läuft und so. Er hätte ja auch komplett dafür ist er zu gut in Diplomatie und Leute lesen und so, glaube ich. Der ist da schon 1000 Sasser. Und wie habt ihr die letzte Szene interpretiert, als sie dann weggeht und man sieht noch sozusagen ihren Blick? Denkt ihr sozusagen, das war der Blick so, jetzt habe ich Oberyn hinters Licht geführt? Oder ist das, ich bin wirklich traurig und freue mich, dass das Geschenk an Marcella gebracht wird? Schwer, das einzuschätzen, was man sicherlich auch Lena Headey zugutehalten muss, weil sie das wirklich sehr gut macht. Ich würde sagen, sie glaubt schon, dass sie, also die Rolle jetzt, die Figur des Cersei, glaubt schon, dass sie Oberyn jetzt irgendwie erreicht hat. Aber ich finde generell macht sie den Eindruck, dass sie doch sehr betroffen ist von dem Tod ihres Erstgeborenen. Klar, sagt sie auch vorher nochmal. Deswegen ist es so eine Mischung. Ich kann mich da nicht festlegen, was es ist. Wirklich schwer. Ich glaube auch, das sollte so sein, dass sie sich diesen schönen Plan gemacht hat. Ja, und dann gehen wir da lang und dann ist da das Steintor und dann sieht er das Schiff. Und genau dann sage ich den Satz, und um ihn zu beeinflussen und so. Dann geht, und dann geht er weg und dann sagt sie, fuck, das hat ja doch ganz schön wehgetan. Dieser Schmerz. Ich bin mir immer noch nicht so sicher, um was Cersei eigentlich mehr trauert. Um Joffrey oder einfach ihre Machtposition. Und sag mal, Buchsnobs, ich erinnere mich überhaupt nicht mehr an das Boot. Ist das meine Erinnerung? Oder? Ich erinnere mich überhaupt nicht, dass es diese Szene gegeben hat in den Büchern. Okay, gut. In der Hinsicht, glaube ich, sind wir sowieso mittlerweile an den Punkt angelangt. Das habe ich letzte Woche echt sowieso nochmal massiv gemacht. Einzelne Szenen zu vergleichen, bringt es eigentlich fast überhaupt nicht mehr. Wenn, dann kann man nur zwischendurch mal Figuren irgendwie mal unterschiedlich assoziieren. Nee, aber ich fragte mich jetzt sozusagen, was ist jetzt auf dem Boot? Sind da geheime Nachrichten drin? Ist da irgendwie, sind da Waffen drin? Ist da irgendwie ein Fluchtplan drin? Ich habe mich irgendwie so gefragt, und dachte dann so, hatten wir das im Buch? Oder bin ich gerade irgendwie, habe ich was vergessen? Darf ich es verraten? Sollten wir nicht verraten. Okay, ihr seht, ich habe keine Erinnerung mehr ins Buch. Ich weiß es einfach nicht. Ich konnte mich nicht erinnern. Aber ich glaube, wenn die dornischen Leute das da in ihre Häfen bringen, dann sollten sie vielleicht vorher mal gucken, was da draufsteht. Dieses Boot kommt aus Kings raus, Kings Landing. Ja, was tropft da Grünes raus? Ach, das ist nichts. Marcella, flieh! Flieh über den Zaun. So Graffiti draufgesprüht. Genau. Ja. Gut, habt ihr noch Anmerkungen zu Kings Landing? Weil sonst verlassen wir ja schon wieder die Hauptstadt und bis auf das Oberyn, ein anscheinend nicht sehr talentierter Poet, ist eigentlich nichts weiter. Ja. Aber er versucht. Er versucht. Ich finde es ja sehr sympathisch an dieser Stelle, dass die südländisch aussehenderen Menschen hier mal nicht wieder zu den Klingonen gemacht werden, sondern dass Oberyn hier komplett so auch für die feineren Sachen Geist hat und so ein Schwertmann ist und ein Lebemann, ein Hedonist. Ja, und nicht nur promiskuitiv. Genau, nicht nur das. Das ist dann ja auch gerne so eine Lösung. Dann ist das so ein One-Beat-Guy, der dann so halt alle um den Finger versucht mit seinem Charme. Aber das ist ja nicht alles hier. Das ist auch ein ziemlich cooler Charakter. Dafür, dass es so ein relativ spät kommender Charakter ist, bin ich sehr begeistert von dem. Ja, es gibt halt schon mehr als genug Klingonen in dieser Saga. Ne? Also ja, die Dothraki sind ja jetzt auch durch. Genau, und die Wildlings könnte man auch so ein bisschen ins Klingonen-Kategorien einordnen. Ja. Gut, wir fliegen aber rüber across the Narrow Sea zu Meereen, wo wir eine einzige Szene haben mit Daenerys. Und die beginnt mit ihrem Kriegsrat. Ich nehme an, das ist da oben in der Pyramide, wo wir in letzter Episode gesehen haben, wo sie da so die Flagge drüber, über die Harpie gelegt haben. Kurze Frage dazu. Da fanden ja viele, dass das so Nazi-esk war. Habe ich auch gelesen. Die Verbindung hatte ich irgendwie überhaupt nicht.
Ich eigentlich auch jetzt nicht. Erster Gedanke war mir auch definitiv nicht das. Also okay. Das war... Ich habe immer noch so die große Irakkrieg-Analogie im Kopf, wenn ich die ganze Sache mit Danny und der Slaver's Bay durchdenke. Ich hoffe mal, dass sie auch in der Hinsicht so ein bisschen noch vertiefen werden, weil dann finde ich es wieder ganz interessant. Weil das ist eigentlich eine enorm spannende politische Analogie, die da gezogen wird zwischen diesem, der weißen Befreierin Daenerys, die da in diese vermeintlich primitiven Kulturen einbricht und glaubt mal jetzt einfach ihre Wertevorstellungen diesen Leuten aufdrücken zu können, und das funktioniert so ohne Probleme. Bitte auf Mario. Das hatten wir letztes Mal schon. Ja, der kommt gleich. Die nette weiße Lady. Aber ich sehe das schon stark auch auf als Real-Life-Politics-Analogie. Ja, aber nur weil der Autor dann vielleicht sagt, und George R. R. Martin hat ja verschiedene Quellen, geschichtliche, an denen er sich bedient, heißt ja, nur weil er zum Beispiel was sagt, woraus er das gezogen hat, heißt ja nicht, dass was anderes nicht da ist. Absolut. Wie zum Beispiel hier, Tolkien hat ja auch immer gesagt, nein, das ist absolut keine Hitler, sonst was, Analogie hier, so ein, aber, naja, weiß er das die, die Targaryens so, mit dem Mad King und die Alte so, und dann könnte man vielleicht, keine Ahnung. Ich glaube ja sogar, die Vorlage wurde geschrieben, bevor es den Irakkrieg gab. Aber das bedeutet trotzdem nicht, dass man sie nicht darauf anwenden kann und die Inszenierung in der TV-Show nicht in diese Richtung sehr viel stärker zeigt. Aber vielleicht war das einfach, fällt mir jetzt gerade ein, die einfach die Farben der Flagge, weil die ist doch, naja, zumindest schwarz-rot. Es sah ein bisschen nazi-esk aus, ja. Man hat so ein bisschen Hail Hydra, hätte man schon draus machen können. Mit großen Fahnen kriegt man ja immer schon so leicht einen Nazi-Touch. Ich glaube, das Fahnen ist sind einmal mit einer großen Fahne auf der Straße weiß, schon ein bisschen durch. Kurzer Insight, ich bin mal in München am Bahnhof angekommen und da waren so zwei riesengroße Plakate von oben nach unten mit Nichtraucherschildern. Also die waren rot-weiß und das sah wirklich aus wie in so einem Hitler-Film. Genau, wo dann die... Also die Oh, der jetzt ist es passiert. Mario, war kurz mal auf Klo. Wir sind hier ganz frei mit solchen Dingen. Ne? Oh, Mario, das riecht ja ganz schön. Jetzt denken die Leute, die nicht wissen, wo wir unseren Podcast aufnehmen, wir hätten hier so einen Effekt-Button. Ja, genau. Haben wir auch. Wenn Hannah wieder abdriftet, ne? Kurz gespielt. Aber so, was ich sagen wollte zur Szene. Das war eine der wenigen Szenen, wo ich wirklich dachte, die Effekte sahen nicht besonders gut aus. Also der Hintergrund... Jetzt letzte Woche, oder? Also in dieser aktuellen Episode. Dani, ich fand den Raum okay. Ich fand den Raum auch ganz interessant. Aber sozusagen der Hintergrund, also das Fenster, die Fenster, es waren ja mehrere, das sah echt benieser und billig aus. War das überhaupt groß zu sehen? Ja, das waren einfach so gelbe Billo-Plakate von so einem Himmel. Ja, das sah ein bisschen seltsam aus. Also ich fand den Raum an sich auch sehr, also den fand ich sehr cool. War cool gestaltet. Dieser War Room sozusagen ein bisschen mit diesem großen, dieser großen Tafel, da sitzen alle dran. Cool gestaltet, aber dann auch, sobald es auf den Balkon geht und man sieht den Himmel so ein bisschen... Ja, jetzt irgendwie so eine Plane vorgezogen, hellblau oder sowas. Und ich verstehe es nicht ganz, weil sie sonst ja auch in King's Landing immer sehr, sehr gute Lichteffekte hatten. Also wo du das Gefühl hattest, es wäre Sonnenlicht gewesen und du hattest auch Wind, was auch immer ganz wichtig ist. Bei Dani jetzt hattest du aber gar nichts. Weder richtiges Licht, noch hattest du Wind. Also das... Ich fand das alles nicht störend, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem, weil sie letzte Woche ja da echt in die Vollen gegriffen haben, was die Marine-Szenen anging und diesen geilen Panoramashots über die City, wo dann... Danny raufschaut und die Schreie hört, das fand ich ziemlich großartig. Mein Gott. Daenerys kriegt also jedenfalls ziemlich beschissene Nachrichten in dieser Sitzung. Jorah eröffnet ihr, dass sozusagen Yunkai und Astapor wieder für die Cut sind. In Yunkai haben, glaube ich, einfach die alten Masters wieder die Macht wieder an sich gerissen. Und in Astapor hat irgend so ein anderer Dilettant. Astapor wurde von Cleon the Butcher, der sich selbst zum größten König aller Zeiten ernannt hat, irgendwas in der Richtung übernommen. Und der ist jetzt da sozusagen der Chef. Und Yunkai bereitet schon den Feldzug gegen die weiße Lady vor, sozusagen. Ja, und da dachte ich ja so, das wollte ich ja nun nicht hören, ne? Dass sie da bleibt. So böse wollte ich ja auch hören. Nein, ich wollte, die Sache ist nur, ich glaube, das geht aber jedem so. Die laufen da schon 40 Jahre durch die Wüste und... man möchte doch so gerne sehen, wie Daenerys sich mit den Leuten auf Westeros anlegt, in Westeros. Und man möchte doch so gern Drachen über King's Landing sehen und all das. Und das wurde jetzt schon wieder in weite, weite, weite Ferne gerückt. Und das ist so ein bisschen Ich weiß nicht so ganz, denn jetzt, ich finde die Situation jetzt auch sehr verlockend. Denn es könnte sich eine ähnliche King's Landing-Situation für sie ergeben. Dass sie halt auch in einer großen Stadt ist und versucht sozusagen diesen Bereich zu kontrollieren. Und ganz viele Leute versuchen, sich zu Fall zu bringen. Es ist natürlich, ich weiß, es ist ja auch charakterentwicklungsmäßig viel interessanter und es ist sehr schöner, mehr von Essos zu sehen, aber wir verfolgen ja nur sie und so. Aber es ist ein ganz plattes Bedürfnis von mir, so ein ganz plattes, dass die Drachen und
die ganze Konfliktsache mit ihr und ich will Königin sein anstelle des Königs und dass das losgeht einfach. Das ist, Ich fand die Szene ja schön, weil sie nochmal verdeutlichte, dass halt nicht jeder, ja, jeder gute Kämpfer oder was auch immer jetzt Dany auch ist und die Mutter der Drachen, dass die halt gute Ruler sind, ne? Gute Führer. Gute Herrscher. Ja. Das fand ich doch ganz interessant und das sagt sie ja auch selber, ne? Dass sie jetzt endlich mal nicht das tun wird, was eine Königin eigentlich tun sollte, nämlich herrschen. Ich würde es aber noch weitergehen, weil ich glaube, auch hier wieder wird Daenerys nicht genügend Credit für ihr politisches Denken gegeben. Denn sie sagt ja auch ganz klar, es könnte funktionieren. Wir könnten jetzt mit unseren Unsullied da rüberfahren und King's Landing einnehmen. Aber was dann? Die Leute kennen mich nicht in King's in Westeros. Ich bin eine Unbekannte und Jorah sagt dann, you are a Targaryen. Und sie ist einfach nicht der Meinung, dass das ausreicht. Sie braucht noch irgendwie mehr Credibility, sorry, Denglisch Alarm, Glaubwürdigkeit im Rücken, um wirklich, wirklich in Westeros durchmarschieren zu können. Und da würde ich ihr vielleicht nicht mal widersprechen. Ja, allerdings ist dir mal aufgefallen, oder mir ist aufgefallen, ich glaube zumindest, dass es mir aufgefallen ist. Jetzt muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich glaube, in den ersten beiden Staffeln hat Jorah noch, als er noch so ein bisschen mehr versucht hat, sich bei Khaleesi einzuschleimen, hat er ihr nicht die ganze Zeit davon erzählt, ah, oh, Khaleesi, wenn ihr nach drüben kommt, dann werden die Leute vor ihr euch auf die Knie fallen und alle werden sich euch anschließen und so. War es nicht eher so? Und jetzt kommt aber er sagt ja auch, sie soll fahren. Er hat doch gesagt, wenn ihr rüberkommt, die stellen sich an die Also hier ist es so, Leute, dass eigentlich Baristian Selmy diese sagt hier, wenn ihr rübergeht, dann werden sich die einzelnen kleinen Häuser sofort für den Targaryens anschließen. Und Ser Jorah ist da ein bisschen skeptischer. Ja. Er sagt, es könnte passieren, vielleicht auch nicht. Also du kannst da mit 10.000 Leuten King's Landing nehmen, aber ein ganzes Königreich könnte ein bisschen knapp werden. Genau. Ich habe übrigens sehr gelacht, wo er meint, wo haben wir jetzt Schiffe? Ich habe die geholt. Wer hat dir das gesagt? Niemand. Ich wollte gerade sagen, ich meine, ihre Herrscherfähigkeiten werden da ja auch hinterfragt, weil Dario, Philipp? Ja. Naris. Aber er sagt das ja gar nicht mehr so schön. Ed Screen hat es so schön gesagt. Das stimmt. Aber er hat gesagt, I heard you like chips. Und es klang so wie Chips. Aber so krass, dass er das einfach getan hat. Und ich meine, gut, jetzt haben sie 93 Schiffe und damit können sie irgendwie knapp 10.000 Leute rüberkarren. Aber also da hätte ich auch gedacht, dass da niemand ein bisschen mehr hier... Es war interessant zu sehen. Er hat ja auch den Champion für sie umgelegt. Ja, es war interessant zu sehen, wie Dany ihn so ein bisschen erst angemacht hat. So dieser klassische, ich bin sauer Blick von ihr. Und dann du meinst den klassischen Daenerys Blick. Genau, sag doch mal das irgendwie mit I want my cappuccino. Was weiß ich. I want to talk to the manager. Genau dieser Blick war es ungefähr zu diesem Satz. Und dann hört sie, aber okay, 93 Schiffe für knapp 10.000 Leute. Und dann ist so ein leichtes Lächeln in ihrem Gesicht so... Wäre es vielleicht doch nicht so blöd gewesen, dass er jetzt die Navy von, wo auch immer die jetzt herkam nochmal. Die Marine, die Marina Marine, Navy. Genau. Die Marina die Marines. Marine Navy. Oh, die Marines. dass er die jetzt sozusagen jetzt gesichert hat für sie. Vorsicht, Vorsicht, Panalarm. Ja. Ich muss ja sagen, Mario, du hast mit deiner I want to talk to the manager Sache echt eine Bresche geschlagen, auch bei mir. Ich finde es auch, also ich mag ja Daenerys. Ich meine, ich stehe auf sie, vor allem wenn sie hier Valyrian spricht. Ne? Das habe ich jetzt schon mehrfach öffentlich kundgetan. Und ich finde auch, Emilia Clarke macht das Beste aus dem, was ihr gegeben wird. Aber ich fange langsam dir schon wirklich an zuzustimmen. Es wird ihr nichts anderes gegeben, außer I have to be bossy all the time. Ja, ich möchte jetzt Daenerys auch mal wieder in einem anderen Modus sehen, als immer in diesem ich muss die harten, königlichen Entscheidungen treffen. Ja, aber ich fürchte jetzt, der andere Modus, den wir dann demnächst dazu bekommen, ist oh, Dario. Ja. Und auf den freue ich mich nicht. Nee, ich weiß auch nicht. Auf den kann ich verzichten eigentlich sogar. Ich finde das alles bisher noch gut, aber ich sehe schon so irgendwie die Gabelung am Wegesrand, so die mir nicht gefällt. Das Licht am Ende des Tunnels ist ein entgegenkommender Zug. Ja, in der Tat. Also gut, belassen wir es mal an dieser Stelle bei Marine. Wir haben ja auch nur die eine Szene in dieser Location und fliegen wieder rüber nach Westeros in bergige Gefilde. Diesmal sind wir bei der Eyrie unterwegs. Das eine war Location, auch ganz schön Eyrie. Genau, die wir auch schon lange nicht mehr besucht haben. Seit der ersten Staffel nicht mehr, oder? Hatten wir zwischendurch noch eine Szene da drin? Nee, ne? Nee. Aber das Set haben sie offensichtlich aufgehoben. Das steht immer noch da.
Wir sehen aber zuerst einmal Littlefinger und Sansa auf dem Weg zur Eerie und wo sie auch am Moongate passieren. Das ist so das Ding. Nee, das Bloody Gate. Das Bloody Gate. Bloody, oh, Entschuldigung. Das Moongate ist richtig. Die Klappe im genau. Thronsaal. Ja, das ist die Moon Door. Es gibt nämlich so. Habe ich da was verwechselt? In den Büchern gibt es nämlich mehrere Gates. Mehrere oder? Gates, ja, wirklich. Okay. Hier ist nur das Bloody Gate. Aber ich musste sehr lachen, wie er sagt: Open the Bloody Gate. Open the Bloody Gate already. Open the Bloody Door and hurry the fuck up. Blimey. Sehr clever. Nimm doch ein anderes Gate dann. Ich muss aber auch sagen, ich fand die Szene ziemlich doof, gerade als sie dann an dem Tor standen, weil der Typ fragte, who goes there? Ja. Ja, und er wusste doch, dass es Littlefinger ist. Warum macht er nicht schon mal die Tür auf? Warum warten sie alle mit gezogenen Waffen da, während offensichtlich der Littlefinger mit einem Mädel im Arm da durch ist? Keine das Gefahr, stimmt, oder? Also alle stehen da mit gezogenen Waffen. Sie wollten da wirklich damit verdeutlichen, diese Beschaffenheit des Terrains, dass dieses Eerie halt wirklich sich einen Vorteil dadurch geschaffen hat, wenn irgendwelche Leute angegriffen haben, dass sie von allen Seiten haben angreifen können, dieser eine Zugang sozusagen. Und jetzt muss man zeigen, wie halt oben welche stehen mit dem Bogen, damit man sich das vorstellen kann. Aber es ist im Endeffekt sinnfrei. Ja, das ist aber auch glaubwürdig, die Szene. Richtig cooles Schloss, finde ich. Es hat so richtig so einen Charakter von so 80er Jahre He-Man Actionburg, wo du so richtig viel spielen kannst. Du hast diesen tollen Weg dahin, es ist so toll auf diesem Cliff da aufgebaut. Du hast diese tolle Fallklappe da im Thronraum. Das ist so eine coole Anlage, das ganze Ding. Ich habe aber tatsächlich noch eine Frage und zwar wir haben ja die Eerie und die Außenansicht der Eerie schon in Staffel 1 gesehen. Mhm. Und zwar als Caitlin und Tyrion dorthin geritten sind. Genau. Da haben wir einen ganz anderen Weg gesehen. Da sind die nämlich in einem so einen Shot, ich habe extra nochmal nachgeguckt, so einem Felsvorsprung entlang geritten. Auf einem Weg, der nicht dem geringsten so aussah wie das, was wir jetzt hier Littlefinger und Sansa. Gut, man kann sich das so zusammenreimen, dass dann das war vielleicht dann schon vorher. Und die sind irgendwann abgestiegen und sind dann den Pfad darunter. Ja, oder die beiden kamen, die damals kamen von Westen und jetzt Sansa und Littlefinger kamen von Osten. Ja, von wer sagt, das ist der einzige Zugang? Ja. Es gibt nur einen einzigen Weg. Zu dem Eerie-Ding ist wirklich nur dieser eine Weg möglich. Den Gedanken hatte ich auch, als ich es gesehen hatte. Erste Staffel gab es so welche Gates halt noch nicht und die waren noch nicht irgendwie ersichtlich. Es kann wirklich sein, dass es sozusagen vorher ist in der ersten Staffel und dass sie sozusagen erst noch hinkommen und wir sehen das nicht. Vielleicht haben sie jetzt erst die Tore hingebaut. Genau. Schnell renoviert. We need a bloody gate. Genau. Not that bloody. Aber ich fand auch sozusagen Littlefinger und Sansa, es sah aus, als ob die so mit so zwei Leuten da gekommen sind. Ja, die waren komplett allein unterwegs, oder? Da war überhaupt nee, dahinter war so ein Fassträger oder genau. so. Genau. Also da muss ich der auch... Der so eine Schatzkiste, ne? Aber ich dachte auch sehr auffällig mit kurzen, so einer Schatzkiste. Kurzen kleinen Buchvergleichsalarm. Der Aufstieg zu Eerie ist in den Büchern natürlich viel, viel epischer. Ja. Und da wird so richtig, da steigt Sansa dann so im Schneesturm da hoch und muss sich da noch, da gibt es so Treppen und so Fahrlifte und so. Also wo du wirklich merkst, okay, das ist fucking unmöglich mit irgendwas von einer Art von bewaffneten Kohorte dieses Schloss zu nehmen. Das geht einfach nicht. Du kommst da nicht auf normale Wege hoch. Du musst da irgendwelche Leitern und Treppen und geheime Nischen und sonst was hochklettern. Aber als visueller Shortcut war doch diese Schlucht da ganz hilfreich. Ja, also ich fand es auch sehr cool, muss ich sagen. Also für mich funktioniert das komplett. Genau. Dann sind wir also auch bei der Eerie angekommen, im Thronraum gleich und wir sehen Lysa Arryn wieder, die haben wir ja auch seit ich liebe sie. Erstmal fand ich ja geil, der es war so Schnitt und dann siehst du so den Jungen so an der Brust, und es war schon so, Not again! Und wir haben letztes Mal noch spekuliert, müsste der nicht mittlerweile schon sonst wie alt sein? Er ist ein bisschen gewachsen. Aber er sieht immer noch jünger, also er sieht nicht 5 Jahre älter oder 4 Jahre älter aus. Na, es ist definitiv der gleiche Schauspieler. Ja, er ist genauso viel gealtert Szene. Wie jetzt zum Beispiel hier die Schauspielerin von Sansa. Also wir sehen, Lysa ist ziemlich has the hots for the little finger. Ja. Das war für mich total unheimlich. Ja. Ja. Aber so großartig. Also sie mit anderen Leuten zu sehen, das habe ich mir auch seit der ersten Staffel, seit sie Tyrion da runterschmeißen wollte. Man merkt aber auch Littlefinger, so richtig wohl ist ihm nicht. Nein. Nee. Also ich hatte auch ein bisschen Mitleid mit ihm. Jetzt habe ich die verrückte Tage abbekommen. Ja, lass uns heute Abend heiraten, dann habe ich noch Zeit zu duschen. Oder auch nicht. Whatever. Yeah. Und wird dann, dass ich so laut schreien, dass man es über die Narrow Sea hört. Das war ein bisschen too much eigentlich, aber es ist so witzig, sie zu sehen, wie sie dann mit Sansa redet auch und
aber okay. Interessant ist auch, also erstmal Liza ist eingeweiht, sie weiß, wer Sansa ist. Was auch sehr schön ist, fand ich die ganze Nummer mit der Schwalbe und dem Rotkehlchen, was auch immer es ist. Dem gläsernen Ding oder dem gläsernen Falken. Ach, wahrscheinlich sollte es das sein. Ist nicht Taube? Das Wappentier der Arryn. Waren wir noch ein paar Vögel, die wir nennen können. Ja, genau. Ich weiß es auch nicht gerade. Vogelexperten für die Kartei. Ist es, oder? Genau, irgendwelche, wie heißen die? Orniontologen? Oder sind das Augen? Nee, Ornio sind die Vögelmenschen. Ich glaube auch. Ja. Orniontologen, bitte melden. genau, aber damit auch nochmal schön bewusst, was Robin, also dass Robin auch wieder so ein Psycho-Kid ist. Ein Rotkehlchen ist es. Er schmeißt das Ding einfach durch die Moondorn. Perfekt, so. Robin. Lange Leitung, sorry. Und weil ja auch das Wahrzeichen der Baelish ist ja auch ein Hummingbird-Kirchen, oder? Nee, ein Hummingbird. Genau. Jetzt haben wir wirklich alle Vogelartungen langsam. Nein. Nee, Mockingjay. Hummingbird ist doch die Nachtigall. Hummingbird ist doch der Kolibri. Kolibri. Aber er hat den Kolibri drauf. Nee, das ist, glaube ich, wirklich ein Mockingbird ist es, glaube ich, gewesen. Okay. Spottdrossel. Also ich glaube ja, es war eine rotbauchige Finktrottel. Und Mockingjay ist das Ding aus Hunger Games. War es die Nachtigall? Genau. Okay. Du, keine Ahnung. Gut. Bitte, der Ornithologe. Ja, lass mal die Vogelgeschichte weg. Was auch sehr interessant war in der Szene, war auf jeden Fall, dass wir zum Tod von Jon Arryn. Oh mein Gott. Sehr wichtig. Da dachte ich ja so... Also die Leute, die Bücher kennen, die haben immer so getan, ja, der Baelish und der Littlefinger und den muss man im Auge behalten. Und jetzt verstehst du langsam, warum und wie der überall seine kleinen Finger drin hat. Ja, jetzt wird da langsam so, das große Bild wird da langsam bewusst. Ja, das ist richtig. Also, ich hab mal eine Quizfrage. Who's the craziest one? Ja? Cersei Lannister, Liza Arryn oder Selyse Baratheon? Ihr müsst euch für einen entscheiden. Die einmal, verrückteste im Sinne von crazy. Einfach nur auf einer Skala von 1 bis 10. Selyse Baratheon. Selyse Baratheon ist die religiöse Fanatikerin, die ihre abgetriebenen Embryonen im Glas aufbewahrt. Liza Arryn ist die Irre, die ihren Sohn mit einem Alter von 10 Jahren noch stillt und ansonsten nur rumkrakeelt. Und Cersei, ich glaube, zu Cersei muss man dann nichts mehr groß sagen. Nee, Cersei ist zu tief, um in diese Crazy-Kategorie gesteckt zu werden. Absolut. Ich glaube, Cersei stinkt ab im Vergleich der Verrücktheit zu den anderen beiden. Deswegen passt die schwer jetzt in diese drei mit rein, also in diese Konstruktion mit rein. Ja. Ach komm, die alte Alki-Braut, also nein. Entschuldigung. Nein. Die Lisa, hat Probleme, Mann. Ich bin Cersei ist mindestens genauso Aaron. Crazy wie die anderen zwei. Heißt also, Lisa oder Lisa? Lisa. 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 Ja, nee, das... Ich gehe auch mit Lisa mit, weil man auch von, obwohl die, das hat auch gereicht. Selyse hat ihren Bruder auf dem Scheiterhaufen verbrennen und mit den Embryonen, das fand ich auch sehr heftig. In der ja, aber diese Embryo-Szene fand ich sah so alienmäßig aus, die passte da gar nicht rein. Es war trotzdem sehr creepy, also oder sehr gespenstisch, gruselig für mich. Aber ich glaube auch, Lisa ist eher bis jetzt, weil sie hat auch am meisten Charakter bis jetzt bekommen. Vielleicht habt ihr aber auch recht, vielleicht ist Lisa mehr ekelig und Selyse mehr crazy. Ja. Ne, so. Das macht mich ja crazy, nee, ich finde das die auf Dragonstone crazy. Das macht mich ja traurig, aber bei Lisa, das ist so ein crazy, das macht Stannis Baratheon verhaftet. Ja, das ist kein Spaß. Das ist bei Lisa in der Eerie, das ist einfach nur, das macht so viel Spaß. Ich meine, das ist so ein richtiges Die haben eine Party da oben. Cat Lady Spaß crazy, das ist. Ich fand, sie spielte auch super. Ja. Die war so richtig so diese sie hat ein bisschen zugenommen, oder? Kann es sein, sie wirkte ein bisschen fülliger? Nee, das ist nur nett gemeint. Sie wirkte nicht mehr so hager wie in Staffel 1, hatte ich so ein bisschen cool. Was ich nochmal kurz erwähnen wollte, ich hatte ja das große Glück, 2012 in diesem Raum der Eerie sein zu dürfen und wir durften auch die Treppen hochgehen, das ist alles massiv. Also wenn ihr denkt, dass da irgendwie Styropor unten auf dem Boden oder so, das ist es nicht, nur so kleine Hocker sind aus Styropor oder aus was auch immer, aus Fake-Material. Aber was halt super schön war und das ist jetzt auch auffällig zu sehen, der Thron, auf dem Lisa sitzt, ist so aus, wie heißt das, Treibholz gefertigt worden von irgendeinem Künstler. Und das sah fantastisch aus. Also wenn ihr nochmal irgendwie die Folge euch anschaut, guckt auf den Thron, das ist wirklich ein Meisterwerk, wo ich dachte, warum ist jetzt die Eerie mit so einem Wasserobjekt? Ich finde sozusagen die Verbindung stellte sich mir nicht ganz raus. Aber da erzählten halt auch die Macher, dass sie halt so lokale Künstler gefragt hätten, ob sie den Thron bauen könnten. Und das war wirklich ein absolutes Meisterwerk an Ausstattung. Und sagen wir mal so, Liza kommt ja aus den Riverlands, insofern hast du deine Wasserverbindung schon wieder da. Aber ich glaube, das sollte derselbe Thron sein, den auch ihr Mann hatte. Okay. Und dann macht es wiederum...
Naja. Aber so kommt es hin. Ja. Übrigens, ich weiß natürlich als Buchnichtleser überhaupt nicht, ob das irgendwas zu bedeuten hat. Mhm. Aber ich hatte fast das Gefühl, dass es hier so ein bisschen Foreshadowing gab. Und zwar, als Robin dann das Geschenk runtergeworfen hat, musste ich sofort an Joffrey und sein Hochzeitsgeschenk denken. Mit dem Buch. Mhm. Mit dem Buch. Das ist ja zersäbelt. Genau. Und dann dachte ich so, oh, jetzt kommt Sansa hier den nächsten Crazy Boy an die Hand. Und, da muss ich auf die Zunge mir beißen. Ja, gut. Aber einen kleinen Buchvergleich würde ich trotzdem noch gerne anbringen mit der Figur Liza, die ja in den Büchern ganz anders geschildert wird. Sie ist nämlich in den Büchern ist sie the fat Tully. Sie wird als monströs übergewichtig beschrieben und auch von ihrem, vom Charakter her ähnlich, wie sie hier dargestellt wird, aber noch überbordender, noch lauter, noch schriller, noch dröhnender und eben sehr dick. Und so ein bisschen ekliger auch. Aber hast du, du als Nicht-Buchkenner, ja. Hast du es alles mitbekommen mit dem Mann, wie es zu dem Tod kam von ihrem Mann? Ja, sie hat ihn wohl vergiftet auch mit einem Wein. Hint. Und dann noch in der nächsten Szene sozusagen, die mit Sansa und was hat es mit Kat und Lisa auf sich? Das fand ich auch mal eine interessante Geschichte im Buch. Naja, dass sie, also wie ich das verstanden hat, wollte... Ich glaube, das war wie so eine Lehrerin. Nee, also wenn ich mich recht erinnere, und das ist ja auch schon eine Weile her mit der ersten Staffel, aber wenn ich mich recht erinnere, wollte doch Kat Stark eigentlich den anderen Stark haben. Mhm. Brandon war der Name, oder? Brandon, ja. Genau. Ja, und dann ist, ja, aber ich habe mich dran erinnern können, dass das so war und der ist dann, und da in den war aber ihre Schwester eigentlich verliebt und dann ist der gestorben und sie hat dann den Hübschen abbekommen, the obvious sweet one, oder wie sie es hier gesagt hat, for the obvious sweets. Ja. Mhm. Und mit Littlefinger, wie kommt die Verbindung zwischen Littlefinger, Cat und Lisa? Lisa? Nee. Die wurden doch von, wer hat die, irgendjemand hat die doch, hat nicht Tywin da irgendwie gesagt, so du kriegst jetzt... bevor das jetzt hier echt so eine kleine Abfragestunde wird. Aber irgendwie wurden, er hat Harrenhal bekommen und dann hieß es als Lord von Harrenhal... Baelish war als Kind Zögling bei den Tullys sozusagen, daher kennt er Lysa und Cat und war damals ja in Catelyn verliebt und hat sogar um ihre Hand angehalten, was dann dazu geführt hat, dass es ein Duell gab zwischen Peter Baelish und Brandon Stark, wo natürlich Peter Baelish eindeutig unterlegen ist und Brandon Stark, der ursprünglich versprochene Mann von Catelyn, wurde ja dann vom Mad King zusammen mit seinem Vater im Thronraum tot gefoltert, wo sie ihn verbrannt wurden. Daraufhin ist ja dann quasi der Krieg ausgebrochen. Mhm. Aber deswegen diese Eifersucht zwischen Cat und Lisa, sorry, wenn ich da drauf rumreite, aber zwischen den Schwestern gab es halt immer diese Eifersucht. Und ich glaube, deswegen erklärt sich auch die nächste Szene, die wir jetzt haben mit Sansa und Lysa. Einfach, dass da diese Eifersucht sich auch überträgt. Ne? Und sie halt denkt, dass Littlefinger... Richtig schlimm. Ne? Sie irgendwie mit Sansa geschlafen hat und dann will sie die Hände auch festhalten. Ja. Dir schmeckt's aber was? Ja, echt ein bisschen Angst. Ah, endlich mal wieder Lemon Cakes zu sehen. Immer sie ist wieder. Sansa ist wieder. Ein kleines Detail. Oh, aber wo Sansa dann... Ja, wo kommen die Zitronen her? Ja, der Peter, der hat die extra aus... Oh, he is so kind! Und dann, davor hat er noch den Typen hier mit dem Bogen erschossen und sie war dabei und sie voll im Horror. Und jetzt so, oh, aber Zitronenkuchen sind ja trotzdem total nice. Irgendwie. Aber Sansa spielt halt auch mit, ne? Ja, doch, sie, ich glaube, das muss sie mit. Also sie weiß, dass sie jetzt nicht zu Lysa sagen kann, pass mal auf, der Peter Baelish, das ist eigentlich ein ganz schlimmer Finger. Aber sie sieht sich auch schon an der Hand von Robin, da hat sie nicht besonders happy geguckt. Nicht noch so einer. Ja. Aber das erfahren wir natürlich auch hier, dass das der Plan ist, ne? Das war mir aber auch klar, dass sie da auf dem Weg hin waren. Sehr incestuös ist. Im Endeffekt sind sie verwandt, Robin. Sind sie Cousinen? Müssten Cousinen sein. Ja, sind Cousins. Ja. Aber das ist ja eigentlich für Game of Thrones. Das geht ja eigentlich noch Cousinen, dass es Bruder und Schwester ist. Nee, es ist auch, ich fand auch hier Sophie Turner ganz gut in der Szene, weil man hat wirklich Mitleid mit Sansa. Jetzt ist sie schon wieder in den nächsten Schlamassel und sie kann wirklich nichts dafür, dass sie immer wieder der Bauer zwischen diesen Menschen ist, das Menschenopfer, das da immer so hin und her gereicht wird. So. Besonders, weil sie anfangs lächelt sie noch so viel. Und sie ist irgendwie happy, oh, jetzt bin ich raus aus King's Landing.
Und dann kriegt sie so mit, oh, wo bin ich jetzt eigentlich hier gelandet? Man hat immer wieder so Momente, wo man immer so denkt, wo man Sansa anzieht, so, oh, vielleicht wird ihr jetzt doch alles gut. Oh, doch nicht, scheiße. Ja, also das haben wir schon in der Bettszene, wo sie da im Bett liegt. Und man denkt, jetzt wird alles gut. Und dann, dann kommt erschwerend hinzu, dass man vorher dachte so, oh, wie cool abgeschottet das hier alles ist, da sind sie ja sicher. Oh, ist das abgeschottet, du kommst hier auch nicht raus. Genau, ja. Liza Aaron, she's a screamer, that one. Okay, habt ihr noch Anmerkungen zu Eerie? Dann würde ich sagen, ziehen wir mal wieder weiter in die Riverlands. Da habe ich ein kleines Fragezeichen dahinter gemacht, weil wir treffen Arya und den Hound. Und wo sind die gerade immer noch in den Riverlands unterwegs? Oder, wenn ich mich richtig erinnere? Würde ich auch behaupten, der Fluss. Ich wollte gerade sagen, das war der Hinweis. Die Szenerie hier ist, glaube ich, schon fantastisch. Gibt also etwas, ja. Also das ist die erste Anmerkung, die ich zu dieser Szene habe. Wow, war eine gute Kulisse wieder ausgeguckt. Tolle Location Scouts. Das wird wahrscheinlich Nordirland sein, oder? Ich denke auch, und ich finde, es sah fast so ein bisschen aus wie so ein indischer, so ein Bollywood-Film. Ja, ne? Was sehen wir noch so 20 Leute, die im Wasser tanzen. Ja, genau schon. Aber da merkt man halt auch mal wieder, ne, ich hatte irgendwie zwischendurch so eine kurze Horrorversion von der, kennt ihr euch noch an die Szene aus Star Wars Episode 2, wo Anakin und Natalie Portman auf dieser furchtbaren Wiese sitzen und hinter ihnen nutzen diese furchtbar ekligen Computer-Wasserfälle. Und dieses Tier reicht. Ja, ja, dieses so komische Mond, um Himmels Willen. Es war ja Star Wars Day gestern. Ja. 4. Mai. Und da merkt man einfach, wie cool der Unterschied ist, wenn du schöne, echte, wirkliche Landschaften hast. Ne? Das kann kein, da kann die CGI auch noch so geil sein. Ja? Das kann nichts ersetzen. Ist ihre Liste eigentlich länger geworden? Ich hatte irgendwie das Gefühl, da sind nur so eine Handvoll Leute drauf und jetzt hat sie da so ein ganzes Telefonbuch voll mit Todeskandidaten. Interessant ist ja, dass unter anderem auch Beric Dondarrion auf der Liste ist. Ja, da habe ich auch groß geguckt. Erwähnt. Das war der mit der Augenklappe, der den Hound hat wieder gehen lassen im Endeffekt. Der hat halt nicht gesagt, wie wir richten ihn jetzt hin, sondern er hat jetzt die Chance in einem Trial in dieser Höhle. Das war dieser wiederauferstandene Ritter. Ja, dann ist ihre Liste ja wirklich länger geworden. Ja, da ist ein Name auf jeden Fall dazugekommen, glaube ich. Ich denke mal, sie ist ganz schön sauer, dass er Gendry an Melisandre verkauft das hat. Das auch natürlich, deswegen stimmt. Und deswegen wird er wohl auf der Liste jetzt stehen. Gut, das ist diese Namensaufzählung am Feuer. Habt ihr da zu irgendwelche Kommentare? Ich glaube, jeder hat nur darauf gewartet, dass sie endlich der Hound sagt, weil der durfte nicht fehlen auf der Liste. Und er hat sich ja wirklich bis zum What? also ich meine, Mira. This hurts me a little. I do have feelings, you know. Er spricht immer so schön. Ne? Ja. Ganz schön viel Dialog dieses Mal vom Hound irgendwie. Ja, sehr guter Dialog. Fand ich sehr auch, viel war lachen. Super Dialog. Ich würde gleich von der Namensaufzählung am Lagerfeuer direkt zu der Schwertübung da am Ufer dann irgendwie. Erstmal ganz coole Moves von Maisie Williams auch, wie sie da hier so diesen Salty da so macht, den sie da schlägt. Oh ja, der war, der kann ich vielleicht ganz kurz. Aber dieses Jonglieren auch mit dem Schwert finde ich schön. Mini-Anekdote bringen. Bei den Interviews, die ich geführt habe in London, da wurde sie auch gefragt, was sie denn das Rad geschlagen? Was sie denn gedenkt, nach Game of Thrones zu tun. Und sie hat dann auch geantwortet, dass sie auf jeden Fall sehr gerne tanzt. Das ist eine große Leidenschaft von ihr ist und am liebsten in der Richtung was machen würde. Egal in welche Twerken. Richtung. Ja, Twerken, genau. Und ich finde, man hat ihr schon angesehen, dass tänzerisches Talent definitiv vorhanden ist. Ja. Und die Krieger in die Schwertkämpfe aus Braavos heißen ja auch The Water Dancers, also die Wassertänzer. Und schon das zweite Mal, dass wir Braavos erwähnt bekommen in dieser Episode. Das ist wieder so ein Detail, was halt wieder eingewoben wird. Sehr schön in dieser Folge. Also es ist sehr viel in letzter Zeit die Rede von Braavos. Ich hoffe ja übrigens immer noch, seit Staffel 1, dass der Schwertmeister immer noch am Leben ist. Und ich fand, heute habe ich, ist auch nicht, oh, und mach meine Hoffnung kaputt. Hanna. Dieses Mal dachte ich so, diese Szene könnte vielleicht bedeuten, dass er doch noch am Leben ist, weil wenn der Hound das schon so sagt, so, ja, wenn er so ein toller Schwertkämpfer war und dann hat er gegen hier diesen Deppner von Meryn Trent verkloppt. Von dem Deppner. Moment mal, vielleicht, da hast du, da sagst du was. Meine Arya hat ja nicht gesehen, dass er wirklich gestorben ist. Wir haben es auch nicht gesehen und das ist mir damals schon aufgefallen. Serio Forel. Ich fand, das war auch so ein schöner Callback irgendwie. Ja. Und es war auch wieder so ein bisschen so Arya macht was für sich irgendwie, so komisch es klingt, aber nicht wie so ein Kind, was spielt, sondern was sozusagen sich selbst beschäftigt, aber mit natürlich einer sehr viel wichtigeren Aufgabe. Ich würde jetzt trotzdem sehr gerne mal diese Skills mal tatsächlich in Aktion sehen, so gegen einen richtigen Kämpfer und Gegner und so. Und mit einem richtigen Schwert, weil wir haben ja gesehen, Needle ist besseres Gummi. Naja, nee, man muss es halt richtig anziehen. Ich meine, was Arya für eine Lektion lernt in dieser Szene ist, dass es heißt Rüstung for a reason. Ja. Ne? Also man sollte da mit so einem kleinen Schwertchen nie reinstechen. Ist dann auch sehr witzig
aus wie ein Blo und dann aber fliegt denke, das so. Aber ich denke sozusagen, wenn du damit sozusagen zwischen die Rüstung... Ja, genau. Ne, die Rüstung dafür sind die ja auch gemacht, diese Waffen. Der Punkt, wo sie ihn angegriffen hat, war absolut richtig gewählt. Direkt in eine... Sticken with the pointy bit. Organ, das weiß sie noch. Jetzt muss sie nur noch das Soft Bit finden. Dann haben wir da, dann wird ein Schuh draus. Ich fand aber auch ganz schön hart, wie, also richtig, aber natürlich auch hart, wie der Hound sie dann ihr eine runterhaut. Also sowieso fand ich, ist ja Game of Thrones momentan nicht zögerlich, was Gewalt gegen Frauen angeht. Und gegen Kinder. Und gegen weibliche Kinder, also gegen Mädchen. Also ganz ehrlich, da kabang ging's los schon. Ach, ist doch nicht so schlimm. Wie sagt Cersei in dieser Episode so schön, they hurt little girls everywhere. Ja, stimmt. Ja. Das sollte vielleicht so das Motto für diese Staffel. Und dann heißt sie das Motto All Men Must Die, also wirklich. Was für ein Hohn. All men must die and all girls must suffer. So, King's Lands, da reiten gerade Brienne und Pod. Das nächste große Duo neben Arya und the Hound, das sofort sein eigenes Spin-off kriegen muss. Das zweite Spin-off, genau. Ja. Ich muss sagen, da war ich fast ein bisschen enttäuscht. Also ich fand, die Szenen waren so ein bisschen, also Podrick jetzt so der einfache Lacher auf dem Pferd, was er irgendwie umdreht. Comic Relief. Und dann sozusagen, er brennt den Hasen an, ne, mit Fell, ohne das zu reuten. Es war so klar, dass das genau so ablaufen wird. So. Fand ich ein bisschen... Sie ist groß und stark, er hat nicht viel drauf. Podrick und Brienne. Sehr gut. Der Pilot, der schreibt sich von selbst. Ja, ich meine, klar, Podrick ist halt so ein bisschen der Comic Relief, aber... Man braucht solche Figuren auch zwischendurch. Ich fand gerade das Ende der Szene war sehr gut gewesen, als er dann mit ihr dieses Gespräch hatte. Wie ist er eigentlich zum Squire geworden? Und wo er dann, wo es ein bisschen ernster wurde auch, wo er dann sagt, ich habe einen umgebracht, ich habe ihn eine Lanze durch den Hinterkopf gerammt. Und da hat sie auch schon geguckt, er ist ein treuer Zeitgenosse, dieser Podrick. Und da ist er noch schon ein bisschen dieser Vertrauensbeweis gewesen, okay, knüpper mir die Rüstung auf. Komischerweise fand ich das aber, wenn ich wieder eine Szene nehmen müsste, die ich weglassen würde. Wäre das für mich leider die Szene gewesen. Ich sage mir mal so, ich finde, das hätte man zu einer Szene zusammenfassen können. Das hätten nicht unbedingt zwei sein müssen. Was aber auch wieder ganz interessant war, dieses Podrick ist einfach eine andere Art von Klappe. Beziehungsweise er hat bisher für die Art von Klientel gedient, wo man einfach echt kein Kaninchen braten muss. Das machen die Köche. Man bringt das Essen vielleicht und also Podrick ist halt wahrscheinlich ein sozial sehr gepflogen, in soziale Gepflogenheit sehr geschickter Knappe. Wir haben zum Beispiel auch diese Staffel schon gesehen. Er kennt sich mit den Wlacken und den Wappen und den Familienhäusern ziemlich gut aus. Das ist sicher auch nochmal eine Eigenschaft, die durchaus praktisch sein kann in bestimmten Situationen. Und in diesem Kriegsgebiet. So rein infomäßig, was wir auch noch erfahren in dieser Szene, ist da, wohin sie denn eigentlich reiten, weil anscheinend sind sie auf dem Weg zum Wall. Also das ist, Brienne sagt, wenn Sansa Starks Bruder, also sie meint Jon Snow, ist in Castle Black, wenn sie Sansa wäre, würde sie da hingehen, insofern sind sie jetzt auf dem Weg zum Wall. Da kommen sie doch nie an. Niemand kommt jemals bei der Wall. Das ist ein schönes Stück bis dahin auf jeden Fall von da, wo sie jetzt gerade sind. In der Tat. Also die dürften ein bisschen unterwegs sein. Ich bin gespannt, wann wir sie wiedersehen, die beiden. Ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass wir sie überhaupt jetzt so schon wieder getroffen haben. Ja. Ich dachte mir so, nach dem Wegritt letzte Woche, den ich auch wirklich herzzerreißend fand, muss ich echt sagen, dachte ich, die wären erstmal weg vom Acker. Deswegen fand ich es auch unnötig, ehrlich gesagt. Mhm. Aber gut. Dann verlassen wir Brienne und Pod auch schon wieder und widmen uns dem letzten großen Happen dieser Episode, der mal wieder in Craster's Keep spielt, Beyond the Wall. Craster's Keep, ja wirklich so Tourist Destination Number One, würde ich sagen, wenn man Beyond the Wall ist, dann sollte man einen kleinen Abstecher nicht verpassen. Ich war übrigens, kleines Ding, ich war in Schottland die letzte Woche und dort habe ich unter anderem das Edinburgh Castle besichtigt und dort unter anderem den Raum, in dem 1440 das Black Dinner stattfand. Das direkte historische Vorbild zu The Red Wedding. Also konnte ich auch noch so ein bisschen so kleine Game of Thrones Trivia mit einbauen. War sehr interessant. Kann ich nur empfehlen, jedem Mittelalter Menschen sich mal das Edinburgh Castle anzugucken. Wo gut, ja auch viel gedreht wurde, glaube ich, ne? So davor oder so in. Es gibt ein Schloss in Schottland, da wurde auch lustigerweise Monty Python in The Holy Grail gedreht. Das auf dieser Wasserfläche steht, das war für die Towers, stand das, glaube ich, als Kulisse. It's only model. Also das Edinburgh Castle steht mitten in Edinburgh, insofern, ich glaube, das ist relativ das schwierig. Dann war es vielleicht ein anderes. Das wird das andere gewesen sein, ja. Genau. So, Beyond the Wall in Craster's Keep sehen wir ziemlich cool am Anfang Loke, den wir haben wir jetzt ja, der hat sich ja letzte Episode
John und seiner Mission Beyond the Wall angeschlossen. Und wie ich jetzt gelesen habe, den gibt es gar nicht im Buch. Den gibt es gar nicht im Buch, das stimmt, ja. Das war eine interessante neue Fassung von... Ist so eine der Charakteren, für die es keine Entsprechungen gibt, aber in dem Buch aber so ungefähr so fünf andere Figuren, die sich so ein bisschen in dieser Figur zusammenfassen lassen. Wir sehen ihn also hier, wie er so Craster's Keep infiltriert, mal kurz. Und ich fand es total geil gemacht, weil das ist so gedreht, so dass es einerseits, du merkst, okay, dieser Typ hat es drauf. Ja, der weiß einfach, was zu tun ist. In and out, get the job done. Also er ohne dass ihn irgendjemand bemerkt, aber trotzdem so, dass man irgendwie das Gefühl hat, er läuft da irgendwie nur gemächlich durch und beachtet einfach drauf, dass er nicht gesehen wird. Findet einfach mal raus, wie viele Männer da drin sind und kommt zurück und berichtet das John. Nachts sind alle Raben schwarz. Genau. Und sagt auch gleich so, Kinder, das wird ein Kinderspiel. Wir gehen rein und schnappen uns die sind besoffen. We carve them up like walnut pie. Das fand ich, also Log fand ich in diesen Sequenzen ziemlich, ziemlich cool. Ja. Hat man schon gemerkt, der hat was drauf. Ich bin noch ein bisschen traurig, dass Log jetzt weg ist. Ja, ich das auch. Das war auch für mich ein bisschen überraschend. Aber nicht so überraschend war der andere Typ, der irgendwie so komplett so ein Setup, Payoff innerhalb von... Call Tanner of Ginelli, you mean? Oh, fucking loved him. Bevor wir dazu kommen und dem Ende von diesen zwei memorablen Charakteren, haben wir noch eine Szene kurz in... dem Gefangenen in dem Hütte Raum, da. In der Hütte, wo Bran und Jojen und Mira und Hodor angekettet sind. Hodor. Und Jojen hat dort eine Vision von einem Weirwood Tree, der auf so einem Hügel steht. Und ich fand die Vision derbe cool. Echt? Ich weiß auch nicht, mir hat die echt gut gefallen. Ich weiß auch nicht, ich mag das mal ganz gern, wenn du sozusagen dann auch mal siehst, was er sieht. Ich finde immer, sonst spricht er immer von Visionen und ich glaube, wir haben noch nie gesehen, was er wirklich sieht. Wir haben ja diese andere Vision gesehen von Bran. Doch, fand ich sehr, sehr schön gemacht. Ich fand diesen Baum natürlich auch wunderschön. Mich erinnert ja so ein bisschen an den Anfangsbaum von Six Feet Under in den späteren Staffeln. Aber fand ich echt klasse und ich finde es auch besser. Gut, ich meine, finde den Baum ist jetzt auch nicht so viel aussagekräftig, aber ich finde es zumindest besser als geh nach Norden. Ja. Wobei ich es ein bisschen computerific fand. Aber das ist an dieser Stelle vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn das ein bisschen künstlich aussieht. Das stimmt, das war jetzt nicht groß tragisch. Und haben Sie, ich habe da gar nicht. Weiß ich gar nicht, wie war das, was hat er gesagt, er wartet auf dich oder er sucht dich oder du musst zu ihm oder? Irgendwie sowas. Ehrlich gesagt, der genaue Wortlaut. Ja. Also an Brands Stelle hätte ich jetzt vielleicht mal ein bisschen gefragt, so, ja, erzähl doch mal. Wo wir schon mal dabei sind. Warum haue ich jetzt hier von Johns Seite ab und was ist euer Deal? Ist ja nicht so, als ob wir was anderes tun hätten. Er war mit seiner Hand beschäftigt auch, darf man nicht vergessen. Das war aber schon dann eine Vision, oder? Als die Hand da auf einmal in Flammen stand, das war für mich ein bisschen ein Rätsel. Sonst hätten die anderen so vielleicht mal geschrien, oh mein Gott, deine Hand steht. Ja, schon. Aber das habe ich nicht verstanden. Warum war da auf einmal dann die Hand in Flammen? Das habe ich nicht gecheckt. Als Feuer in der dunklen, eisigen Umgebung. Foreshadowing, ja, wie wir als Vision bezüglich dessen, was passieren wird, weil er sagt doch dem Typen auch irgendwann, ich habe gesehen, was passiert, das ganze Ding hier steht in Flammen und du bist... Ich fand George echt ganz cool in der Folge. Ja. Und das fand ich auch ganz, ganz spannend, eigentlich ihm wirklich zu sagen, so hey, ne, du wirst heute Nacht noch verbrennen. Deine Knochen werden noch verbrennen. Fand ich gut. Und wie gesagt, ich hatte natürlich auch wieder furchtbare Angst vor Mira. Das sind immer so Momente gewesen. Also ich finde an dieser Stelle mal echt ein dickes Shoutout an Carl Tanner of Ginelli, alias Bern Gorman ist der Schauspieler. Ich finde, er hat einen absolut exzellenten Job gemacht, darin ein absolutes Scheusal so zu porträtieren in diesen zwei Episoden. Also er war ja schon vorher in der dritten Staffel als Night's Watchman zu sehen. Aber ich fand, er war so ein richtig, wie so ein Zwischengegner in so einem Videospiel irgendwie so. Ich konnte mir das so richtig vorstellen, so ihn so als Zwischengegner im Jon Snow Videogame oder sowas, ne? Mit seinen zwei Messern da. Er sah auch sehr computerspielmäßig aus, wie er die dann so warf, ne? Genau. Bevor der Kampf losging. Ich fand's sehr witzig, wie er seine Messer gestützt hat, wie an der nächsten Dönerbude irgendwie. Zack, 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 hat er da ein bisschen, also das war ein bisschen cool. Ich fand's cool, es war aber derbe überzeichnet, das auf jeden Fall. Ja. Aber ich fand ihn auch letzte Woche schon so großartig, wie er da so an Bormans Schädel da so rumgemacht hat und dann
Crazy dude. Dieses besoffene Verhalten, ich finde, er hat eben die Besoffenheit ganz, ganz großartig gespielt. So, kill everyone! Everyone! Er hatte diese ekelhaftige Vergewaltigungsart sehr gut gespielt, auch immer, wenn er ihr so an die Wange fest ja, und ja. so. Also so ein Typ, von dem so absolut die Brutalität steht ihm schon. Er hat mich erinnert an den Nazi-Schergen aus Jäger des verlorenen Schatzes. Ja. Oh, ja. Könnt ihr euch erinnern an den Typen, denen dann das, mit der Brille, das Medaillon in die Hand gebraten wird. Mit dem Hut, ja. Genau. Mit der Brille auf, oder? Brille auch. Der schmilzt dann. Good evening, Dr. Jones. Ja, also hier kurze Hintergrundinfo zu Bernd Gorman. Der war, falls jemand sich dachte, wo habe ich denn den schon mal gesehen, der war unter anderem in Pacific Rim dabei. Da war er einer von den crazy Wissenschaftlern. Cool. Interessant fand ich von ihm, dass er total viel britisches Fernsehen macht, aber eigentlich Amerikaner ist. Also er ist gebürtige Los Angelianer, spricht aber einen sehr überzeugenden British Accent, würde ich sagen. Also ich hätte ihn total als Brite jetzt verordnet, aber es ist anscheinend gebürtiger Ami. Dann kam er vielleicht durch die John Barrowman-Sache nach Torchwood, weiß ich gar nicht. Aber der ist ja auch, wohnt in L.A., ist eigentlich Schotte und packt dann immer nur, wenn er da den Schotten spielen soll, seinen Akzent von damals aus. Okay. Ja, also ihn fand ich wirklich ganz, ganz großartig. Und natürlich der andere, rest in peace, der jetzt hier so ein bisschen sein Leben lassen muss, ist Loke. Zum einen ist ja erstmal ein Stein vom Herz gefallen, dass sozusagen dann der Angriff stattfindet und Mira sozusagen nicht mehr in Gefahr ist. Obwohl, das war mir dann schon klar. Ja, also das ist nicht passiert. Natürlich, aber dennoch ist eine Erleichterung bei mir da gewesen. Absolut. Okay, das Ding ist erstmal, und dann geht halt der Angriff los. Was ich ganz witzig fand, es wurde irgendwie gesagt, 11 Leute als Gegner. Und ich hatte das Gefühl, die haben 20 wieder geschlachtet. Ja. Also es war ein bisschen ausladend vielleicht. Es war, hat alles irgendwie ein bisschen lang gedauert, dafür, dass es nur 11 besoffene Und einer davon denen ist ja weggelaufen. Eigentlich waren es ja nur 10. Genau. Es war echt ein ganz schön langer Showdown. Wunderlock hat sich verzählt. Ich fand auch die Kampfszene irgendwie komisch. Das hatte was, also irgendwie wirkte das auf mich gestellt leicht. Das hat für mich nicht die gleiche Wucht gehabt, die viele andere Game of Thrones Schwertkämpfe so hatten. Das hatte... Ja. Es wirkt auf mich recht inszeniert. Ja, aber das war ja auch auf sehr engem Raum. Ja. Das lag, glaube ich, daran. Ich fand nur, wenn man weiß, dass das im Buch nicht so... Oder wie ist das im Buch? Im Buch ist das nicht so. Ist das alles nicht so? Alles oder passiert das irgendwie in irgendeiner Form jemals? Es war so sehr... Es war irgendwie so ein bisschen klar, dass der Ex-Wall-Typ, wie hieß der jetzt so eklig war? Carl Tanner? Genau, dass der... Nicht zum nächsten großen, er bleibt jetzt ewig da, Baddie, Ekel wird, sondern so, wir drehen ihn für 2 Folgen so richtig krass, eklig, scheiße auf und dann geben wir dem Zuschauer auch das, was er sehen will, was man ja sonst mit hier Ramsay und Joffrey nicht so gemacht hat. Aber so. Ich mochte es, also das stimmt, es lief alles sehr erwartbar ab, aber ich wollte auch nichts anderes haben irgendwie. Also es war klar, dass der Carl Tanner jetzt irgendwie sein Schicksal entgegentreten muss und dass John den da irgendwie stoppen muss, das war irgendwie logisch. Ich hatte fast am Schluss erwartet, dass derjenige, der jetzt noch entkommen ist, tatsächlich den Wildlings in die Hände fällt und dann irgendwie so, oh shit, jetzt wieder die hat wieder die Raben gehört, in der letzten Folge. Und die Raben waren ja auch schon bei dem anderen White Walker, den halt Sam niedergestreckt hat. War ja auch schon so präsent in der Soundkulisse. Auch diese Geschichte, dass Bran dann in Hodor geht und sich loslösen kann, den umbringt, fand ich war auch sehr, hätte ich auch gedacht, dass das irgendwie passieren wird, aber fand ich trotzdem irgendwie auch ganz cool. Ja. Also ich fand auf einmal diese Gruppe von Bran, Georgian und Mira, die wird immer cool. Die wird immer cool. Also, was ist denn da los? Cool. Also ich als Anime-Heini bin natürlich auch so ein bisschen daran erinnert. Ich finde, das ist so ein bisschen so, als wenn Bran mit seinem eigenen Riesenroboter rumläuft. Ich steig da jetzt ein. Oder so rum, ja, genau. Auf die Gefahr hin, dass ihr das letzte Woche auch schon besprochen habt, wie wurde eigentlich geklärt, wie Ghost da reingekommen ist in diesen Verschlag? Nee, also wir haben uns auch gefragt, wie sie ihn überhaupt gefangen haben, weil es ist ja doch schon ein sehr imposantes Tier. Also das hat man auch wieder gesehen am Ende dann. Ja, und was jetzt mit Summer passiert ist, haben wir jetzt auch nicht so auch richtig rausgefunden, weil das war doch eigentlich der Grund, warum Bran und die Gang überhaupt zu Craster's Keep hingegangen sind, weil Bran gesagt hat, ich kann Summer nicht in der Grube, in diese da rein. Also das war irgendwie so ein bisschen würde fast schwierig behaupten, alles. Dass man das vielleicht für die nächste Folge aufhebt, weil man hat jetzt auch nicht direkt gesehen, wie die abgehauen sind. Sie haben ja gesagt, wir holen jetzt auch Summer, aber dann gehen wir. Und dann sieht man ja schon den... Aber wo war denn Summer eigentlich? War ja dann auch eingesperrt mit... Aber die hatten, du merkst immer, wenn sie ihr Wolf...
Budget aufgebraucht haben. Und ich glaube, das Snow zu sehen hier das war... Wolf- und Drachenbudget. Das hat schon sie gereicht. Sie konnten nur einen zeigen, ne? Ja. Wahrscheinlich ich dachte ja schon, als der Typ im Wald rumläuft und man sieht nur dieses eine, wusch, dieses einmal diese weiße Wischen über dem Bildschirm. Ah, das war unser Wolf für diese Episode. Wolf of the Week. Und dann sieht man Ghost aber nochmal. Fand ich auch eine ganz schöne Szene eigentlich. Ja, absolut. Ja, vielleicht noch zu der Hodor-Szene konkret mit Locke, die wir vielleicht mal kurz sprechen können. Auch sehr heftig, möchte ich meinen, wie er ihn dann an den Hals packt. Also er reißt ihm quasi einfach den Kopf vom Rückgrat runter. So, also ne? Man sieht dann auf jeden Fall hier so ein Knochengebilde aus der Schulter rausragen, also beziehungsweise aus dem oberen Teil im Hals. Und das war's wohl. Aber Hodor tut einem auch so ein bisschen leid. Ne? Er wollte sowas Böses gar nicht machen. Und selbst ist es auch so, jemandem seinen Willen nehmen, auch nicht das netteste Brand. Und ich finde schon, wenn Bran sozusagen irgendwie reingeht, hörst du auch immer so, Hodor, na dann wird so ganz, die Schreie werden ganz anders. Ja. Wobei, das hat man auch letzte Woche sehr schön gemerkt, wie man da leicht sozusagen die Spannung in der Szene steigern kann, indem man einfach Hodor in Gefahr bringt. Weil das ist so ein Ding, da geht bei jedem sofort so die Alarmsirene und so, Hodor, ihr dürft doch nicht, ihr könnt doch Hodor nichts tun. Ja? Das stimmt. Auch hier hat man wieder in der Folterszene so, I start with this one und dann irgendwie zeigt irgendwie das Messer in Richtung Hodor und du denkst so, Hodor. Aber apropos Gewalt, ich meine, wir sehen dann am Ende ja noch das Ende von dem bösen Los Angeles Fuzzi, wie er da irgendwie von hinten das Schwert durch den Mund bekommt, wo ich auch dachte, von Alien-Referenz. Also, aber ich fand das sehr schön, dass wenigstens eine von Crestas Töchtern da nochmal so ein bisschen so eine kleine Rache nehmen darf und dann zeigen kann, okay, sie war nicht nur komplette Opfer. So. Übrigens haben sie hier was eingebaut, was wieder ganz viele andere Möglichkeiten der Verschwörungstheorie möglich macht. Und zwar hatte ich ja sowieso, habe ich doch mit dieser Walk-Theorie mit dem Eber von dem Tod von König Baratheon, König Robert. Achso, da warst du ja gar nicht dabei. Das war so meine Theorie, vielleicht sein Tod doch gar nicht zufällig war, als sie die Walks eingeführt haben und dass da vielleicht mehr hinter steckt, doch hinter dessen Tod noch. Aber was sie so ein bisschen relativiert haben, was so andere Walk-Möglichkeiten gibt, ist, als Hodor in der letzten Staffel von Bran infiltriert wird. Und dann siehst du ja, dass seine Augen die ganze Zeit weiß sind. Mhm. Hier haben sie seine Augen jetzt nur am Anfang weiß. Das heißt, jemand kann auch komplett normal aussehen, während eigentlich ein Walk in dir drin ist. Das heißt, es ganz neue Möglichkeiten. Alles wird von irgendwo gibt es so einen Raum, wo so ein paar Worge drin sitzen und die steuern eigentlich alles. Was interessant ist, vielleicht eine kleine Nebenbemerkung, das haben wir in der dritten Folge, glaube ich, gesehen, als die Fans angegriffen haben, die haben auch einen Walk an ihrer Seite. Das wurde mal ganz kurz erwähnt. Da ist auch ein Walk dabei. Ja. Und was der mit sich bringt, wir wissen, zu was jetzt ein Walk in der Lage ist. Und es ist äußerst spannend, wie das vielleicht dann auch dann... Ja, aber stell dir mal vor, Peter Baelish hätte irgendwo in seinem Keller so einen Walk, den er auch noch benutzen kann als Geheimwaffe oder so. Wobei... Spoilerwarnung für vielleicht Leute, die jetzt komplett so aus den Büchern, da muss ich jetzt mein Buchwissen so ein bisschen angreifen und weiß nicht genau, wann diese Infos in den Büchern kommt. Insofern so, Spoilerwarnung, spult 30 Sekunden nach vorne, wenn ihr absolut jungfräulich bleiben wollt. Ich meine mich zu erinnern, in den Büchern wird gesagt, dass also sozusagen Hodor übernehmen und das ist eine einzigartige Fähigkeit. Nein, das wurde auch bei gesagt. Keinem anderen nein, Ork. Das wurde auch gesagt, dass es auch nur funktionierte, weil Hodors Geist nicht besonders stark ist. Genau. Das, okay. Aber man wird ja noch ein bisschen rumspielen. Man wird wenn nicht hier, wo dann? Gut, dann sehen wir also Crestas Hütte, burn it to the ground. Na, dieser Location wird wohl wenig, wird wohl niemand eine Träne nachweinen, die Crestas Frau noch am allerwenigsten. Das Set sozusagen haben wir das letzte Mal gesehen. Crestas Hütte war ja durchaus eine Location, an der viel passiert ist. Ja, ne? Also wir haben sie zum ersten Mal, glaube ich, in der ersten Folge der zweiten Staffel gesehen. Dort ist Commander Mormont zu Tode gekommen. Also viel ist da passiert und jetzt geht's in Flammen auf. Das war ja tatsächlich ein Set im Studio, der Crestas Keep, wo ich mir am Schluss gedacht habe, als sie dann tatsächlich zeigen, wie das Ding abfackelt. So, das muss auch ganz schön heftig zu drehen sein, mit offenem Feuer in
einem Indoor-Studio und so. Vielleicht haben sie auch irgendwas Fakiges genommen. Also irgendwas, was draußen ist. Du siehst ja die Keep da nicht mehr genau. Die ist ja dann schon so ein bisschen... Nein, du siehst das eigentlich schon. Du siehst das sogar ziemlich weit. Ja gut, oh, man kann es ja auch ein bisschen auftürmen, dass es äußerlich zumindest so aussieht, wenn die Flammen dann das verschlingen, dann erkennst du vielleicht nicht mehr die ganzen Details, wie es im Studio ist. Aber es ist definitiv... eine coole Szene gibt. Und es sah auch echt aus. Es sah nach draußen und Schnee. Ich finde ja immer, dieser Fake-Schnee ist immer so ätzend. Aber es sah wirklich, es sah kalt aus. Genau, aber es ist alles... Obwohl es sehr warm war gleichzeitig. Ja. Aber das ist eben nochmal als Hinweis für alle, die zuhören, auch sozusagen alle Szenen, auch um Cresta's Keeps, ist alles Set. Ja. Also indoor, in einer großen Halle sozusagen. Ja, irgendwo. Und auch wieder, wie du auch schon vorher sagtest und wie ich auch letztes Mal im Podcast sagte, auch wieder wunderschön beleuchtet, ne? Weil das war wirklich unglaublich dunkel. Und dann hattest du immer diesen schönen Feuerschein-Licht, ne? Was ja auch super aufwendig ist in der Beleuchtung. Also war wirklich, sah super gut aus. Ich fand es fast einen Tick zu dunkel. Ich habe manchmal so dran gesessen. Genau, und dachte so, wer ist jetzt wer und so. Weil man freut sich automatisch mal, wenn irgendwie die Schwerter gekreuzt werden. Mhm. Und dann möchte man direkt auf die Choreos achten. Und wenn es dann ein bisschen zu dunkel ist, und das war nur mal, weil es der Angriff bei Sonnenuntergang war oder so. Oder schon also bei ich dachte Nacht. Ja, sie hatten, wir legen Sonnenuntergang los, hat glaube ich Jon Snow gesagt. Oh, okay. Und da dachte ich so, ja, ein bisschen mehr Licht vielleicht, damit ich mehr sehe, wie die auf den Sack kriegen. Aber ich muss auch sagen, ich weine Cresta's Keep keine Tränen. Es war schon ein ziemlich beschissener Ort, ja. Ich meine auf jeden Fall Locke, nochmal eine Träne nach, alias Noah Taylor, den möchte ich auch nochmal kurz erwähnen. Britischer Schauspieler, den wir unter anderem kennen aus Filmen wie Charlie and the Chocolate Factory, Wes Andersons The Life Aquatic, aus Aquamarine, Submarine, Entschuldigung, und aus Vanilla Sky. Hier eben Locke. Ja, ich werde ihn auf jeden Fall vermissen. Er war ja der Agent, der... Von Ruth Bolton nach oben. Der Bolton, genau. Ja, und ich fand ja auch traurig, dass sozusagen Bran und Jon sich halt nicht mehr treffen, ne? Du denkst ja immer sozusagen, ich wünschte, dass die Starks sich irgendwie wiedersehen, aber... Das war für mich als Buchleser die größte Frage, weil das wäre auch wieder eine gigantische Abweichung von den Büchern gewesen. Genau. Aber hier ist es ja fast so... Einmal um den Millimeter verpassen sie sich. Würde einer mal in der falschen Sekunde in die falsche Richtung gucken, würden sie sich entdecken. Wie schon in der dritten Staffel, wo sie in dieser alten Mühle waren. Stimmt. Und unten hat John halt um sein Leben gekämpft. Langsam wird es zur Gewohnheit, zufällig John zu treffen. Ich glaube, jetzt wird auch sozusagen die Aufgabe von George auch mehr Sinn. Denn er sagt ja sozusagen, du darfst nicht John treffen, denn dann nimmt er dich mit nach zur Castle Black. Genau. Und dann, du hast eine Aufgabe im Norden und die musst du erfüllen. Und wenn du auf John triffst, dann wird das wahrscheinlich... Du hast ja ein Quest offen und dann machst du noch eine Quest. Questlog irgendwann voll und unübersichtlich. Erstmal das eine, Bran. Keine Sidequests hier. So, was passiert jetzt mit Crestas Frauen, Töchtern? Kommen mit. Die kommen eben nicht mit. Die wird ja, John sagt ja, sie sollen mitkommen und dann sagen sie, nö, ja, mit euch Nightwatch-Typen haben wir auch nicht so gute Erfahrungen gemacht, um ganz ehrlich zu sein. Wir bleiben lieber hier, aber wie das jetzt was genau aussieht, ja, das frage ich euch jetzt. Ich bin auch der Meinung, dass die doch noch irgendwie mitkommen und dann ähnlich wie Gilly halt auch da irgendwelche Tätigkeiten und dann Motor. Da haben sie ja genau Nein zu gesagt. Ich glaube, das sollte einfach heißen, die packen jetzt ihre 7 Sachen, die übrig geblieben sind, ziehen in den Schnee hinaus und schauen, wo sie sterben oder was? Na, ich vermute, vielleicht ist es dann wieder am Ende der Staffel, siehst du 20 Frauen geköpft, Wildwalker-mäßig, da sind sie sozusagen. Irgend sowas in der Richtung vielleicht. Ah, die armen Mädels, ey, die haben aber auch, denen wird keine Ruhe gegönnt, ey. Von einem Horror ins nächste stolpern. Andere Theorie, das ist jetzt auch überhaupt nicht im Buchwissen, wäre natürlich auch, sie sind im Endeffekt die Opfer für die Wildwalker geliefert, ihre Söhne. Und dadurch haben sie vielleicht eine Gunst bei denen oder dieser das Kultur. Das sind quasi die Muttis der White Walker. Ist so, es sind ja die Söhne von Cresta. Tatsächlich. Und sie haben ja die geopfert. Ich weiß nicht, vielleicht spielt das dann noch eine Rolle. Sie werden dann verehrt. Die wissen gar nicht, was passiert. Vielleicht gründen sie. Auf White Walker. Dann rufen sie auch Misa, Misa. Misas. Misas, stimmt. Vielleicht gründen sie auch eine Fußballmannschaft und kommen ganz groß raus im Damenfußball. Das kann auch passieren. Es gibt viele Theorien jetzt dazu. Falls ihr euch was einfällt, lieben Hörern, was so mit Crestas Mädels passiert, Crestas Girls, 11, dann schreibt uns doch eine E-Mail an podcast@cnjunkies.de für kleine Inspirationen. Vielleicht wird da auch nochmal ein lustiges Spin-off draus. Ja. They lived in a horrible place. They escaped. Now watch Cresta's Wives discover their new lives. Sitcom on the way. Let's get Jack Lowry on the phone. So, wir haben noch ein bisschen Feedback. Viele Mails sind wieder eingerauscht bei uns und die wollen wir jetzt natürlich auch noch ein bisschen vorlesen und daraus ein bisschen was verkünden. Wer hat denn was? Wer greift doch mal in den Briefkasten? Weil wir gerade noch beim Psycho waren mit Karl Tenner, hieß er. Mhm. Machen wir nochmal mit zwei anderen Psychos weiter, würde ich sagen. Und zwar haben wir nochmal eine E-Mail bekommen von der lieben Cornelia, die Diplompsychologin ist.
Und wir hatten ja schon letzte Woche eine E-Mail von unserem Wirtschaftspsychologen, der sehr ausführlich Ramsey und Joffrey analysiert hat für uns. Ich schaue mal parallel in unsere Kartei. Kletter mal nochmal namentlich zu erwähnen, was er sich verdient. Ich glaube, es war unter P wie Psychologe und der Name war Daniel Klein. Ich gucke mal, das stimmt wirklich. Jupp. Daniel Klein, hier, Bachelor Wirtschaftspsychologe. Genau, und jetzt haben wir sozusagen noch jemanden für diesen Bereich, für deine liebe Cornelia. Die hat uns nämlich jetzt hier diese E-Mail geschickt. Hanna, notier mal gleich bitte. Achso, ja. Parallel füge ich ein. Cornelia. Mhm, ich. Die hat uns diese E-Mail geschickt und da werde ich jetzt mal kurz ein Stückchen von vorlesen. Ihr wartet um eine psychologische Einschätzung zu Joffrey und Ramsay. Die kann es nicht geben, dafür fehlen fundierte Informationen zu den Personen, die ein Franchise naturgemäß nicht liefern kann. Weshalb eine Diagnose nur im beruflichen Kontext gestellt werden darf. Bevor ihr nun in Verzweiflung geratet, hier nun die Psychologie der beiden nach dem ICD-10-GM 2014, die mit den notwendigen Augenzwinkern zu lesen ist. Kleiner Psychologe-Insider. Diese kleine Kette, aber dieses Buch ist sowieso mit einem Augenzwinkern generell zu sehen, weil nach diesem Buch hat jeder einen Schaden. Also jeder, der so ein bisschen von der Norm abweicht, der seine 2,5 Händen im hat schon einen Eintrag drin. Zu Joffrey und Ramsay. Beide haben Persönlichkeitsstörungen. Das sind tief verwurzelte, anhaltende Verhaltensmuster, die sich in starren Reaktionen auf unterschiedliche persönliche und soziale Lebenslagen zeigen. Sie verkörpern gegenüber der Mehrheit der betreffenden Bevölkerung deutliche Abweichungen im Wahrnehmen, Denken und Fühlen und in den Beziehungen zu anderen. Solche Verhaltensmuster sind meistens stabil und beziehen sich auf vielfältige Bereiche des Verhaltens und der psychologischen Funktion. Häufig gehen sie mit einem unterschiedlichen Ausmaß persönlichen Leidens und gestörter sozialer Funktionsfähigkeit einher. Persönlichkeitsstörungen treten meist in der Kindheit oder in der Adoleszenz in Erscheinung und bestehen während des Erwachsenenalters weiter. Jetzt haben wir hier noch... Das werden wir bei Joffrey jetzt nie erfahren. Ja, meine Prognose wäre keine gute gewesen. Ramsay ist da als Testerberg wahrscheinlich noch am sinnvollsten, weiter ihn zu beobachten. Jetzt haben wir hier noch sehr viel detaillierte Informationen, aber die sparen wir jetzt aus Zeitgründen erstmal aus. Aber vielen Dank, Cornelia, für diese E-Mail. Du bist in die Kartei aufgenommen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, ja, bist du. Ich habe eine Kartei kaputt gemacht. Die Karteiverwaltung hier schon... unzureichend durchgeführt von Frau Ruge. Maria, du hast noch was. Lies als Beweis, dass es nicht nur Psychologen in unsere Kartei schaffen und das Schleim immer zieht, hat mir eine Mail in die Hand gedrückt, die anfängt mit "Und nun ein Herz für Marius" von einem, der ich denke auch mal Mario heißen wird. Hallo Mario. Bevor ihr euren Mario nach Belize oder zum Personalgespräch in Hannas Büro schickt, ich finde es immer wichtig, mindestens ein Mario bzw. Mariochi in der alten Sprache im Team zu haben. Immerhin sind sie vom alten Blut und können viele Zusammenhänge erklären, die normalen Menschen verborgen bleiben. PPS, es gab nicht mal ein PS, war das PS? Nee, gab es noch ein PS. Okay, dann eben trotzdem PPS. Falls ihr noch einen Kräuter- und Tee-Experten für eure Kartei braucht, ja, brauchen wir, könntet ihr mich gerne aufnehmen. Spezialität sind hochwertige japanische Grüntees. Wir reden hier von echt grünem Zeugs. Vielleicht kriegen wir das mal bei Hannibal oder so unter. Und als Abschied noch Vala Marionaris. Ja. Sehr schön. Also tragen wir ihn unter K wie Kräuter ein? K wie, ja. M wie Mario. Mach mal T wie Tee und K wie Kräuter. Genau. Okay. Beides. Tee und Kräuter kommt bestimmt irgendwann nochmal auf. Keine Ahnung, aber ja. Ja. Also Mario ist drin. Irgendein Meister wird doch mal irgendwas über einen tollen Tee erzählen. Mario, gibt's den wirklich? Wenn du jetzt nur Mario auf die Karte schreibst, dann hilft uns das, glaube ich, in... Philipp, das weiß ich doch. Ich muss es nachtragen. Ich habe nur leider die E-Mail-Adressen nicht mitgenommen. Verzeih. Stell mich bloß hier. Immer gerne. Ja, vielen Dank, Fellow Mario. Genau, wir haben dann noch eine E-Mail erhalten von einem Fallschirmjäger, die sogar, die ein bisschen direkter an den Thomas gerichtet ist, der ja heute leider wegen Krankheit nicht anwesend sein kann. Ich muss es aber doch mal vorlesen, denn Martin hat sich hier etwas anzubringen. Hallo liebes Podcast-Team, ich habe eure Sendung jetzt alle nachgehört und muss sagen, super Job, den ihr da macht. Das ist der Art von Einsatz, die wir erwarten. Alle Podcast-Sendungen bitte sofort umgehend hören und auswendig lernen. Super Job, den ihr da macht, aber bei der letzten Sendung hat Thomas eine Aussage zur heutigen Ausbildung von Soldaten getätigt, die ich so nicht stehen lassen kann.
Zur heutigen Ausbildung gehören nicht nur Schießen lernen und der Umgang mit mehreren Waffen, sondern auch die Steigerung der körperlichen Leistungsfähigkeit, Ausbildung in den verschiedensten Offensiv- und Defensivtaktiken, das gemeinsame Vorgehen in verschiedenen Größenordnungen, Verhalten im Gefecht und vieles mehr. Martin stört sich also sozusagen ein bisschen daran, dass Thomas in letzter Woche meinte, als Soldat, da lernt man sowieso nur Schießen. Ja, mal mehr so ein bisschen und Kanonenfutter, ne? Ich glaub, genau, so freundlichen Fußvolk. Von welcher Armee haben wir denn da gesprochen, als Thomas das meinte? Ich glaube, ging es nicht um die Drachen? Genau, ich glaube, die Dornishmen, wie sie die Drachen bekämpft haben. Da kam dann irgendwie das Thema, dass Thomas da angefangen hat. Sehr schön, so, finde ich auch hier, dass Martin sagt, auch hätten sich die Leute im Mittelalter und auch in Westeros die Finger nach unseren Sanitätern abgeleckt. Übrigens auch die Soldaten, denn diese Jungs und Mädels können im Ernstfall aufgrund ihrer guten Ausbildung vielen Kameraden das Leben retten und das mitten im Gefecht. Absolut an dieser Stelle, sorry, falls du dich da in irgendeiner Weise verunglimpft hast, gefühlt hast, Martin, das war nicht unsere Absicht und auch nicht die Absicht von Thomas, das können wir hier an dieser Stelle von ihm ausrichten. Martin schreibt dann auch noch, trotz allem macht weiter wie bisher und für solche Missverständnisse habt ihr ja eure Kartei. Genau, Martin, für diese Art von Missverständnisse ist sie da, deswegen bist du auch hiermit offiziell eingetragen als Fallschirmjäger unter F. Bekommen, ja. Okay. Oder lieber unterbunden. Militärmann. Oder S. Soldat. Militärberater. Das ist ja. Jetzt die. Bekommen wir jetzt eigentlich jedes Mal Mails von Leuten, wenn wir irgendeinen Berufsstand in Westeros wissen? So, oh, dieser scheiß König ist nur am Wein trinken die ganze Zeit. Und dann kommt irgend so ein Royal Family. Juan Carlos von Spanien ist mal die E-Mail so: Könige haben auch andere Aufgaben. Genau. Oder ein Weinverkoster. Ja. Also, Martin, bitte denke nicht, dass wir hier Bundeswehrsoldaten oder irgendwas in der Hinsicht verunglimpfen wollen. Das ist natürlich nicht unsere Absicht gewesen. Dann tragen wir ihn auch zweimal ein, und zwar auch unter S wie Soldat. Genau. Fantastisch. Ich habe noch eine kleine E-Mail, und zwar von dem lieben Nikolai, der hat uns letzte Woche auch geschrieben gehabt. Und zwar hat er uns informiert zu den Dornishmen und wie der Krieg zwischen diesen und Aegon the Conqueror abgelaufen ist und welche Taktiken da angewandt wurden. Und er hat uns die Woche wieder korrigiert, nachdem ich, beziehungsweise hat mich korrigiert, nachdem ich letzte Woche mich zu einem kleinen Fehler habe hinreißen lassen. Und zwar, Serienjunkies, ich bin unheimlich froh, dass ihr meine E-Mail letzte Woche vorgelesen habt. Ich glaube, euch GOT-Infos zu geben, wird jetzt mein neues Hobby. Ihr wolltet ja wissen, von wo Jodin und Mira Reed herkommen. Sie kommen aus einer sumpfigen Region, die The Neck genannt wird. Die Leute von dort werden Crannogman genannt. Was sehr cool an Haus Reed ist, ist, dass ihr Schloss namens Greywater Watch nicht angreifbar ist, da es auf einer kleinen Insel im Sumpf liegt, die sich ständig bewegt. Ich hoffe, ich konnte euch erneut helfen. Ihr seid super, euer Nikolai. Vielen Dank, Nikolai. Ich habe es ja letzte Woche irrtümlicherweise als The Crack bezeichnet. Gibt es wirklich auch in dieser Welt, aber wird ein bisschen anders geschrieben, als ihr es vermutlich denkt, nämlich mit G am Ende. Danke für die Infos zu The Neck und Jojen und Mira. Die Crannogmen sind so ein bisschen so der White Trash von Westeros. Ne? Die haben so einen Trailerpark als Schloss quasi. Es bewegt sich nur aus Holz. Also. Aber sehr geheimnisvolle Leute. Ich fand die ganz cool. Ja, die sind mit ihren Frogspear und so. Und sind interessant. Frogspear? Sie haben so einen Froschspeer, wirklich Frogspear. Ja. Könnt ihr mir da auch ach, so ich habe Bier. Froschbier. Lecker. Könnte ich mir auch gut den True Detective da vorstellen, so in den Zünften von Louisiana, genau. So mit ihrem Holzschloss. Ja, das war's von Nikolai. Ich habe hier auch noch einen kleinen Kommentar von Uga Diederich. Ah, genau, den wollte ich vorlesen, sorry. Genau, wir sind ja auch mittlerweile auch bei YouTube vertreten, deswegen schaut auch mal vorbei, abonniert uns, würden uns sehr freuen darüber. Und Uga Diederichs hat erneut kommentiert, und zwar sagt er: By the way, Wildling. Ogre ist ausgelernter Erzieher und angehender Jugend- und Heimerzieher. Ich hoffe übrigens zutiefst, dass das dein richtiger Name ist, Ogre. Ogre ist Erzieher. Falls es in dieser Richtung Fragen zum Thema fehlerhafte Erziehung gibt, die ihr euch nicht selbst beantworten könnt, also eine Mail an Ogre. Jugend- und Heimerzieher. Ogre, wir würden dich gerne auch in die Kartei aufnehmen. Aber ich wollte noch kurz erwähnen, wir haben jetzt Nikolai unter B wie Buchsnob aufgenommen. Ja, ich bin nicht böse. Buchsnobs kriegen ihre eigene Kartei, oder? Ja. Und dann so direkt unter D wie Dorn-Experten. Direkt neben dem Papierkorb kriegen die. Ist deren Kartei. Und Ogre, du bist jetzt mit deinem YouTube-Handle natürlich unter Erzieher, packe ich dich einfach mal rein. Und wie Philipp vorhin auch schon sagte, sehr, sehr wichtig wahrscheinlich in Westeros. Ja, wir haben vorhin schon gesagt, eigentlich wäre so eine komplette Schiffsladung Sozialtherapeuten eigentlich mal blöd, die man einfach so am Strand von King's Landing einmal mal so freilässt und dann sollen sie in die Sieben Königreiche wandern und Gutes bewirken. Das wäre, glaube ich, echt mal dringend notwendig für dieses Land.
Gut, ich glaube, dann haben wir es auch hier in Sachen Feedback. Hanna hat es ja gerade schon erwähnt, unsere Podcasts gibt es jetzt mittlerweile auch auf YouTube. Wir freuen uns immer sehr, wenn ihr unseren Kanal dort abonniert. Ihr könnt natürlich auch dort kommentieren zu den einzelnen Ausgaben. Könnt uns natürlich weiterhin Mails schicken an podcast@serienjunkies.de. Falls ihr noch Teil der Kartei sein wollt, falls ihr uns einfach nur loben oder dissen wollt oder sonstige Anmerkungen zu machen habt, einfach per Mail. Game of Thrones gibt es immer montags um 21 Uhr auf Sky Go und dann ab Dienstag auf Sky Anytime. Und uns gibt es dann natürlich wieder nächste Woche, pünktlich um Montag mit der Podcast-Ausgabe zur aktuellen Folge. Auf Twitter gibt es uns auch. Wo kann man euch denn da finden, liebe Kollegen? Hanna? So schön, wenn ich an der linken Seite sitze, dann bin ich immer die Erste. Mich kann man finden bei Twitter unter dem Handle @mediawhore, M-E-D-I-A-W-H-O-R-E. Danke. Und dich, Mario. Stopp. Mario war kurz eingeschlafen. @firewalkwithme mit 2 E am Ende. Mich kann man unter @johnferrari finden mit einem Y anstelle eines J am Anfang. Mich gibt's unter @konsumkind. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Nächste Woche dann hoffentlich auch wieder der Thomas genesen zur 6. Folge der 4. Staffel Game of Thrones. Bis dahin eine wunderschöne Woche. Ciao und macht's gut. Ciao. Tschüss.